Moin, moin, herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr dabei seid. 20 Uhr, kurz danach am Donnerstag. Heute sind wir mal wieder bei Hovism Racing unterwegs, wie ja alle zwei Wochen. Heute bereits das 7. von 9 Rennen, also geht so langsam ja auf das Ende zu, muss man sagen. In 4 Wochen dann, wenn ich mich nicht ganz täusche. Moin Euro und moin Patrick, dir nachher viel Erfolg dann. Qualifier darfst du ja leider nicht mitfahren, also kann nur besser werden auf jeden Fall heute. Ja, wir sind in Spa unterwegs, ihr seht es hinter mir, Qualifying hat schon begonnen und ich gucke mal gerade, wir sind wieder 40 Autos, schätze ich mal, 42, also volles Grid heute, dürften wir richtig was geboten bekommen. Eine Stunde fahren wir gleich und wir gehen mal auf die Strecke. Ach ja, und eine DT hast du auch noch, da hast du ja mal gleich freie Fahrt, würde ich sagen. So, Sound habt ihr hoffentlich, ja, müsste passen. Sehr, sehr gut. Oh, Mr. AGM, moin moin. Auch schön, dass du am Start bist. Ja, 42 Fahrzeuge haben wir. Rundenzeiten dürften wir jetzt gleich sogar kriegen, denn die ersten sind schon aufgezeitet. Ich glaube, die 23 müsste so die erste sein. Jeff Ewerts ist das hier. Ja, auch einer, der in der Gesamtwertung ganz gut platziert ist, auf der zweiten Position. Der erste Verfolger sozusagen von Dennis Brecour, der allerdings einen relativ großen Abstand hat aktuell in der Gesamtwertung. Schauen wir uns nachher natürlich nochmal an. Jetzt würde ich sagen, gucken wir erstmal ein bisschen durch, wer überhaupt heute am Start ist. Sehr, sehr viele, wie gesagt, wie fast immer bei jedem Rennen. Wir gehen einfach mal wieder die Startnummern durch. Ja, hier sehen wir Peter Buchholz, der offenbar Probleme in der Radillon hatte, wie es ein bisschen so aussieht. Der Porsche hier etwas demoliert, nicht ganz so schnell unterwegs wie normalerweise. Mal gucken, wie oft das heute im Rennen passieren wird. Er für Soapbox unterwegs hier, der Porsche. Ich weiß gleich, 2, 3 Autos müssten die dabei haben hier. Moin, Soresino. Dann haben wir Jürgen Hofmann mit der Nummer 8, einem BMW M4 hier. Gerade auf keiner gültigen Runde leider. Hat auch noch keine Zeit gesetzt. Also, ja, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, bis wir da eine Zeit bekommen. So, dann gehen wir weiter beim nächsten BMW M4, nämlich den von Daniel Arning mit der Nummer 13 unterwegs. Auch noch keine Zeit gesetzt, aber ist zumindest mal auf einer gültigen unterwegs. Also da dürften wir demnächst gleich was erwarten. Und ja, hoffen wir mal, dass er auch freie Fahrt hat. Da kommen gleich nochmal 2 Autos, die aber auch auf einer schnellen Runde unterwegs sind. Natürlich ein ja, wichtiges Thema bei so vielen Autos, die Strecke aber doch relativ lang. Von daher hat man hier noch die besten Möglichkeiten, auch beim Starterfeld von 42 Autos da mal eine freie oder 2 freie Runden hinzubekommen. Gehen wir mal weiter zu Nummer 14. Da haben wir Remo Kipfer, der hier gerade durch Lassurs rauskommt oder durchgefahren ist. Kurve 1. Hier starten wir ja gleich dann den Berg hinunter Richtung Rouge. Er momentan auf der 6. Position, also die ersten Zeiten haben wir schon. Stefan Mons vorne 17,75 gesetzt. Auf der 4. Position in der Gesamtwertung. Ja, quasi der Einzige, der noch einen Sieg hat, neben Dennis Brecour. Der hat von 6 Rennen 5 gewonnen. Nur der Stefan Mons, was aber sein Teamkollege ist, also Baden GT oder Baden GT, hat hier alle Siege bisher einfahren können und sind ja nur noch 3 Rennen mit heute. Weiter geht's mit Nick Lehfeldt, den haben wir auf der 17. Na, ich denke, das war noch keine richtige Zeit hier. 5,5 Sekunden. Denke, da geht noch ein bisschen was. Hier der Lamborghini auch gerade durch die berühmte Kurvenkombination. Sieht ganz gut aus. Mal sehen, wo er seinen Lamborghini platzieren kann nachher. Dann haben wir Klaus Jäkel, Soapbox Racing. Also hier der zweite Soapbox Porsche. Momentan auch auf der 25 ohne Zeit. Die ersten 19 haben gerade mal überhaupt eine Zeit gesetzt. Ja, dauert ein bisschen, bis man hier mal eine Runde hinbekommt. Relativ lang. Dennis Brecour gerade angesprochen, der Führende der Gesamtwertung. Auch jetzt hier gerade auf der 1 mit einer 2.17.2 oder sowas war das, glaube ich. Guck mal kurz. Ja, 2.17.2. Auch da ganz vorne unterwegs gerade. Daniel Hofmann hätten wir dann hier im Audi für Hovism Racing. Auch noch keine gültige. Auch diese Runde wird leider keine gezeitete sein. René Brey haben wir dann im Nissan, der Österreicher für CDS Digital Motorsport, gerade durch die Schikane durch. Platz 5, dabei bleibt es jetzt erstmal auch, denn die Runde auch keine gültige. Dann haben wir Jeff Ewerts, hier den Luxemburger HyperX Racing Luxemburg. Der fährt hier auch im M4, wie gesagt, der Zweitplatzierte in der Gesamtwertung. Momentan auf der 4, 0,8 Sekunden hinter dem Dennis Brecour. Joe Meckert haben wir auch dabei, der ist im Audi unterwegs, im Shooter Racing Team, mit der 31. Ja, momentan in den Top 20. Nächste Platzierung gerade mal 2 Tausendstel weg. Danach fehlen aber schon zu Platz 18 so ein paar Hundertstel. Also da ist es noch nicht so ganz so eng, wie wir das im Mittelfeld sonst gerne haben. Aber es sind ja noch 12 Minuten.
Also da denke ich, wird es noch deutlich enger werden. Wir gehen mal zum Honda von Samuel Farmer, SDS Motorsport Sachsen, die Nummer 32. Ja, noch ganz letzter, aber auch noch keine Zeit gesetzt. Wir sehen hier gerade in der Doppel links im Pouhon, Double Gouge, wie immer man sie nennen möchte. Wir sind so weit rausgekommen, daher ja, diese Runde leider auch noch keine gültige. Und damit ist die Hälfte des Qualifyings auch bald schon vorbei. Sollte mal langsam zusehen, dass er vielleicht eine gültige Runde hinbekommt. Ne, der hat ja keine Runde, genau. Dann haben wir auf der dritten Position aktuell Stefan Mons. Ja, der wie gesagt der Einzige, der auch noch einen Sieg hat, neben seinem Teamkollegen Dennis Precor. Er ihm hier so eine halbe Sekunde auf der Spur. Also das Team hier von Baden GT immer sehr, sehr gut in den Punkten unterwegs. Ich weiß gar nicht, wie es in der Teamwertung aussieht, aber müssten eigentlich deutlich vorne sein. Dann haben wir Chris Haya, wie gewohnt im McLaren, für Jota unterwegs mit der 38. Position 8, halbe Sekunde zur nächsten Position zu Pierre Meyer, der gerade noch in der Box steht oder wieder in der Box. Also da fehlt auch noch ein bisschen was. Nach hinten aber auch schon die ein oder andere Zehntel Vorsprung. Dennis Precor bei einer 16.9 sehen wir jetzt. Der hat nochmal nachgelegt hier. Mal gucken, ob die 16er noch weiter drücken kann und was er nachher im Rennen so zeigen kann. So, da haben wir angesprochen, Pierre Meyer auf der 7. Kommt jetzt gerade hier raus mit der Nummer 40. Ja, was geht da noch? Mal schauen. Da fehlen jetzt 1,5 Zehntel zur nächsten Position. Dann nochmal ungefähr 3 Zehntel zu Daniel Andersen auf der 5. Moin, Mitch. Jan Hansel, der ist gerade in der Box hier, in der Boxeneinfahrt. Jetzt teleportet er sich auf seinen Platz zurück auf der 36 ohne Zeit aktuell. Auch da müssen wir warten. Fährt jetzt direkt wieder raus. Dann gehen wir weiter zum Bentley von Falken Moritz. Gear Racing, die 46. Haben wir momentan auch noch mit keiner gezeiteten Runde. Diese Runde wird es nämlich auch nix. Ein bisschen verbremst jetzt hier in der Schikane. Dann dreht er sich nochmal kurz weg. Aber egal, die Runde zählt ja eh nicht. Wollte wahrscheinlich doch in die Box. Okay, holt ihr nochmal frische Reifen. Und dann geht es nochmal vielleicht auf 2, 3 schnelle Runden. Jakob Hausinger haben wir dann im nächsten Bentley. DOD Racing mit der 47. Ganz in schwarz gehalten. Auch von ihm haben wir noch leider keine Zeit. Also mal schauen, wo da die Reise hingeht. Daniel Andersen. Auch ein interessanter Mann hier auf der dritten Position in der Gesamtwertung. Ja, Sieg hat er logischerweise noch nicht sich holen können. Dafür 4 Podien, genauso wie sein Teamkollege, der Jeff Ewerts, der direkt vor ihm gerade platziert ist. Mal sehen, ob es da heute vielleicht mal was wird. Sieg wird vielleicht schwierig, mal schauen. Aber vielleicht wird es ja nochmal mit dem Podium heute wieder was. Jetzt fährt er hier raus. 1,2 Sekunden aktuell der Rückstand. Danny Anwand haben wir dann im BMW für Panther Motorsport mit der 52. Von ihm haben wir auch schon eine Zeit. 3,2 Sekunden hinter der Pole Position. Ja, für die Top 10, da muss nochmal fast eine Sekunde her. Also mal sehen. Roman Tapione haben wir dann im Aston Martin. Television. Keine Ahnung. Also Roman auf jeden Fall im 56er Aston Martin unterwegs. Noch auf der 29. Gerade erst aus der Box rausgefahren. Genauso wie so ein paar andere hinter ihm. Da werden wir uns auch noch gedulden müssen. Dann kommen wir zum nächsten Aston Martin Intruder Racing Team mit Rudi Geist, die 57. Überholt hier gerade jemanden Lassus. Mal schauen, ob ihm das im Rennen nachher auch gelingt. Wäre natürlich ganz praktisch. Aber der AMG da links ja, übt schon mal, wie man dagegen hält, offenbar. Hier fast zu zweit nebeneinander, aber jetzt ortet er sich ein. Rudi Geist aktuell auf der 18. Position. Dann haben wir Carsten König, der fährt BMW für Silverback, gerade auf der Chemistrate Richtung Le Comte unterwegs. Ja, auch noch keine richtig gute Zeit gesetzt, hier 6,2 Sekunden Rückstand. Denke mal, da wird auf jeden Fall noch was gehen. Detlef Geb haben wir für SDS Motorsport Sachsen mit der 67, ein Honda hier auf der 13. Position. Weiter geht's zu einem McLaren mit der 71, der Alex Cruz fährt hier gerade durch Blanchimont Richtung der Schikane oder Richtung zur Schikane. 4 Sekunden Rückstand. An dem wird er jetzt in der Runde auch nichts ändern können. Dann haben wir einen weiteren Honda mit Alexander Langhorst. Honda Langhorst mit der 72. Gerade hier in der Kurvenkombination. Le Comte und Malmedy. Dann geht es hier weiter Richtung Bruxelles. Zu dieser 180-Grad-Kurve den Berg hinunter. Ja, er auf der 14. Position. Also mehr oder weniger erstes Drittel fast im Feld. Haben ja, wie gesagt, fast 42 Autos, glaube ich, hier am Start. Also gar eine recht solide Position aktuell. Dann haben wir Daniel Pay, International GT Racing, auf der 26. Position, 3,6 Sekunden. Ja, da fehlen tatsächlich einige Zehntel zu den nächsten Positionen. Da klafft gerade noch eine etwas kleinere Lücke.
Matthias Weggel hätten wir dann für Hovesim Racing nochmal im Audi anzubieten mit der 76. Auch hier nicht zu weit rauskommen, sonst wird die Runde leider ungültig. Aber hat hier nochmal irgendwo eine Zehntel zumindest gefunden. 2,4 Sekunden. Damit wird er jetzt keine Riesensprünge aktuell machen. Aber mal sehen. Hat noch zwei Drittel der Runde vor sich. Vielleicht geht es ja sogar nochmal in die Top 10 rein. So, in der Box steht gerade der Thomas Giffert. Soapbox Racing, also das dritte Auto, glaube ich, von denen auf der 31. Mal sehen, ob er nochmal rausfährt. Noch wird es sich lohnen. Wir sehen hier noch so ein paar andere Autos, die sich gerade bewegen. Dann haben wir nochmal ein Lamborghini. Freiburger Racing Team mit Michael Haaf, der 86er Lambo. Position 17, also mittendrin statt nur dabei. Das sollte er im Rennen hoffentlich nicht machen. Weil teleporten, ja, darfst du dich, aber dann darfst du nicht mal rausfahren. Gilt fürs Quali, aber auch fürs Rennen. Also deswegen fährt er jetzt hier weiter. Peter Lindner, den haben wir auf der 12, 2,2 Sekunden nach vorne. Aber wir sehen auch Pecco vorne auf der 1, fast eine halbe Sekunde Vorsprung. Das muss man vielleicht auch nochmal runterrechnen. Also 1,7 Sekunden bis zur ersten Startreihe. Hat er offenbar auch irgendwo einen Einschlag hier, der CDS Digital Motorsport Pilot. Also der 88er BMW muss man mal kurz reinfahren zum Reparieren. Ja, und dann hat er vielleicht nochmal eine richtig gute Runde oder freie Runde hoffentlich zur Verfügung, dass er hier nochmal eine Zeit setzen kann. Top 10, ja, zwei Zehntel weg. So, Top 10 hier auch noch ein ordentliches Stückchen weg auf der 25. Position, der 199er Audi. Den haben wir von Marius Kleine-Kalmer hier im Bild. Gerade durch die Schikane, 0,2 Sekunden bringt er mit. Damit hat er ein bisschen mehr als 3 Sekunden Rückstand auf ganz vorne. Platz 24 jetzt aktuell. Aber auch er kann natürlich noch ein bisschen nachlegen. Dann haben wir Steffen Rosse, SDS Motorsport Sachsen nochmal, 274er Honda. Platz 18. 0,6 Sekunden, 0,5 im Delta. Also da liegt anscheinend noch ordentlich Potenzial. Da würde es so Richtung Top 10 vielleicht noch gehen. Hat jetzt nochmal hier den letzten Sektor vor sich. Vielleicht hat er ja in der Busstop oder in der Schikane vielmehr nochmal ein bisschen was liegen lassen. Patrick Schröter, ja, darf leider nicht fahren. Hat eine Qualifying-Sperre. Ich glaube ein, zwei Autos noch. Weiß gar nicht genau wer. Eike Bus hätten wir dann noch hier auf der 33. Position. AMG habe ich heute auch noch nicht so oft gesehen. Guck, ich stehe hier nur rum, ja. Fauler Sack. Ja, der Eike, gerade auf der 33 unterwegs, hat auch schon eine gültige Zeit gesetzt, wobei ich nicht sicher bin, ob das schon sein Potenzial ausschöpft. Das Delta sagt auf jeden Fall mal was anderes. Da haben wir nämlich 0,7 Sekunden im grünen Delta. Und ja, würde einen Tick nach vorne gehen, nicht viel tatsächlich, aber zeitentechnisch kann er auf jeden Fall was nachlegen. Dann kommen wir nochmal zum HyperX Racing Luxemburg Piloten. Helder Guerre haben wir hier mit der 555. Ein schön lackierter Audi auf der 12. Position. Ja, 2 Sekunden nach ganz vorne, 1,5 zur ersten Startreihe. Also es ist hier und da schon eng. Ganz vorne schauen wir mal, ob Dennis Preko da wieder easy vorne wegfahren wird. Muss auch erstmal heil durchkommen und die Ts willst du dir hier auf der Strecke auch nicht holen. Geht ja auch relativ fix mal. Patrick Till hätten wir dann hier noch. Der ist auf dem Shooter Racing Team unterwegs. Also auch Luxemburger. Die 712. Der M4 auf der 24. Auch er nochmal ein bisschen was im Delta. Hat also hier und da nochmal ein paar Zehntel gefunden. Mal gucken hier. Bruxelles Eingang hat er ordentlich was gefunden. Am Ausgang kann er es mindestens mal halten. Ja, jetzt verliert er wieder eine Zehntel. Aber in der Kurve hat er auf jeden Fall noch Potenzial liegen lassen. Dann haben wir noch einen M6 tatsächlich. Der 747er von Fial Dark. M-Motorsport, M6. Hin und wieder sehen wir doch mal einen. Muss man tatsächlich sagen. Erkennt man sofort hier an den alten klassischen Nieren, sage ich mal. Ja, er hier auf der 17 unterwegs. 2,5 Sekunden nach vorne. Diese Runde wird es auch noch keine Verbesserung geben. Aber für eine Runde sollte es dann ja gleich nochmal reichen. 3 Minuten haben wir noch. Wir haben jetzt noch 5 Piloten. René Moltenhauer ist einer davon. Ein Aston Martin RM Motorsport. Die 868. Position 22. Potenzial wäre dafür, na, Top 15 vielleicht. Also drücken wir mal die Daumen, dass er die Runde gut zu Ende bringt. Alex Meyer, der erste Ferrari, glaube ich, den wir heute sehen. Wahrscheinlich sogar der einzige. Können wir gleich nochmal gucken. Für auch Baden GT. Also hier der Teamkollege vom Precur und nichts Falsches sagen. Von Mons, genau, Stefan Mons. Da kommen wir nämlich zum Dennis Precur, der hier auf der 1 verkehrt. Mit immer noch einer Zehntel im Petto anscheinend. Aber Alex Meyer ist auch nicht super weit weg, 3 Zehntel. Das ist schon weniger als eben auf jeden Fall.
Mal sehen, was er hier mit seinem 911er Porsche so anrichten kann. Ja, Meisterschaft scheint ihm normalerweise sicher, rechnerisch natürlich noch bei Weitem nicht. Hier kommt er apropos so weit raus. Also muss hier sie rennen, die letzten auf jeden Fall noch zu Ende bringen. Aber sein Vorsprung schon relativ groß. Schauen wir uns gleich vor der Startausstellung nochmal an. So, Alex Graz, weiß ich jetzt nicht, ob er nicht rausfahren durfte. Auf jeden Fall hat er keine Zeit gesetzt, damit auf der 40. Und Tino Gunkel haben wir auch noch in der Box. Noch keine, doch hat er schon eine Zeit gesetzt, 6 Sekunden ungefähr Rückstand. Auf der 36 für Mark Racing unterwegs, sehen wir hier wunderbar an der Lackierung. So, also, damit haben wir sie alle. Alle 42 Piloten. Und ja, ich glaube, müsste der einzige Ferrari tatsächlich sein hier im Feld. Wir schauen aber erstmal, wer hier noch gut unterwegs ist auf den letzten Metern. Stefan Mons haben wir hier auf der 5 mit 0,7. Oh, der macht ihm da vorne jetzt aber doch ordentlich Druck, würde ich fast sagen. Naja, 1,5 Zehntel. Das ist schon mal nicht ganz so ein großer Abstand, wie wir das bis vor ein paar Minuten noch hatten. Also die ersten drei gerade mal so unter sich. Aktuell Pierre Meyer auf der 4, aber auch nochmal ja, unterwegs zumindest. Kaum sage ich es, leider ungültig oder abgebrochen wahrscheinlich eher. Damit wird er nicht mehr rausfahren und maximal Platz 4 dann im Qualifying oder in der Startausstellung haben. Wir gehen mal, ich würde sagen, einfach zum Danny rüber. Der hat hier einer der größten Deltas gerade, ist hier in der Rechts-Links-Kombination. Lefagne, Piff-Puff, auch hier könnt ihr euch einen Namen aussuchen. Richtung Campus, hier die schnelle Rechtskurve oder relativ schnelle Rechtskurve, aus der man ja gut rausbeschleunigen muss. Denn die nächste Kurve ist Vollgas. Und da war er zu weit draußen, da war er mit den linken Reifen im Kies. Damit leider die Runde ungültig und damit auch keine Möglichkeit mehr, sich hier zu verbessern im Qualifying. Dann gehen wir mal 2 Positionen nach hinten. Moin, Bobby. Da haben wir noch den Daniel Hofmann. Der guckt nochmal, was da so geht. Ja, der bringt nochmal einiges mit. Der macht einen Riesensprung, wahrscheinlich nochmal so 10 Plätze. Na, nicht ganz vielleicht. Naja, nicht ganz, 17. Aber Platz 14 wäre auch drin gewesen vielleicht noch. Aber zumindest mal in den Top 20 hier gefahren. Und müsste sein Qualifying damit auch beendet haben. Alex Cruz haben wir dann im McLaren nochmal. Auch eine halbe Sekunde im Delta. Genauso wie Fial Dark auf der 19. Carsten König auf der 38. Nochmal sehr, sehr gut unterwegs. Ganz vorne, oh, Alex Meyer auf der 3, da müssen wir vielleicht auch mal hingucken. 0,4 Sekunden. Aktuell die, naja, das heißt, die schnellste Runde. Preco auf der 1 ist ja auch nochmal unterwegs mit 2 Zehnteln. Der ist gerade auf einer absolut neuen schnellsten unterwegs, aber Meyer zieht ihm da auf jeden Fall mal nach. Die 2 Zehntel würden da ungefähr bestehen bleiben. Stefan Mons auf der 2, ja, momentan noch 0,0 Sekunden im Delta. Aber nur noch eine Handvoll Autos, die tatsächlich hier auf Verbesserung unterwegs ist. Lustigerweise sind es hauptsächlich da vorne die Leute. Wie gesagt, Alex Cruz auf der 30 nochmal eine halbe Sekunde. Hat sich jetzt auf die 28 vorgeschoben. Samuel Farmer auf der 42 hat wahrscheinlich noch gar keine Zeit gesetzt. Daher kriegen wir jetzt die erste gezeitete Runde von ihm und die geht immer noch auf die 22. Jetzt muss auch nochmal zu Meyer gehen, der kommt gerade durch die Schikane. Schauen wir mal, 0,4. Preco leider die Runde nicht ganz, doch hat zu Ende gebracht, 2 Zehntel rausgeholt. Aber Meyer, ja, tauscht nochmal mit Mons hier. Mons hinter Meyer und dahinter noch ein Meyer. 2 Meyers gleich auf der linken Seite, glaube ich. Und damit, ja, sind sie alle durch. Also vorne haben wir, was haben wir gesehen? 2 mal eine 16er Zeit, 17, 18er, 19er haben wir dabei. 20er bis Platz 31 und dahinter so 22, 23er Zeiten bis nach ganz hinten. Das ist so die Range, die wir hier haben. So, jetzt müssen wir gleich in die Startausstellung gehen. Da schauen wir uns natürlich dann gleich nochmal alles an. Oh, Pierre, was ist da los? Mal wieder auf der Jagd nach dem Podium. naja, schauen wir gleich mal. So, ich hoffe, das springt jetzt gleich in die Startausstellung. Aber das macht nichts. Die Zeit haben wir, denn wir sind hier beim Sprint Cup. Aber im Januar, am 14. glaube ich, startet die Endurance-Serie. Oh, wir fahren bei Nacht, das wusste ich gar nicht. Startet die Endurance-Serie. Da könnt ihr euch gerne natürlich auch anmelden. Hier, Ausrufezeichen Hove, könnt ihr auf die Seite gehen, auf die Webseite. Und die ganzen Links sind da auch drauf. Aber dazu gibt es natürlich auch noch ein paar bewegte Bilder, die wir uns jetzt doch mal reinziehen, bevor wir uns die Startausstellung anschauen.
schöner, schöner Trailer. So, also, bevor wir durch die ganze Spartausstellung gehen, gucken wir nochmal ganz kurz auf die Gesamttabelle, die wir hier uns einmal einblenden. Dennis Prekop, wie gesagt, der startet vorne 1, aber das macht er fast immer. Hat ja auch 5 von 6 Rennen bisher gewonnen, daher der sehr, sehr große Abstand. Jeff Ewerts und Daniel Andersen auf 2 und 3. Ganz, ganz recht zusammen, 4 Punkte nur auseinander. Also da ist es nochmal sehr, sehr spannend. Sind hier auch in der Startausstellung direkt hintereinander in der Reihenfolge. Stefan Mons dahinter schon wieder mit einem doch recht großen Abstand auf der 4. Ja, aber auf der 3 unterwegs auf der Strecke. René Brey haben wir auf der 7 auf der Strecke, hier auf Position 5 und dann ja, geht es ins Mittelfeld rein. Hier und da ist es doch sehr, sehr eng im Mittelfeld. Klar, da sind die Punktunterschiede nicht ganz so groß. Und ja, damit wird sich da immer wieder was tun. Also jedes Mal, wenn ich die Grafik hier erstelle, da, ganz vorne muss ich nichts ändern, im Mittelfeld muss ich quasi immer alles ändern. So eng ist es hier, wir sehen die ersten 34. Sind aber schon, glaube ich, 50 Autos oder 50 Fahrer insgesamt, die schon mal irgendwie Punkte geholt haben. Fahren natürlich nicht alle immer mit. Ja, das ist also die Ausgangssituation, wenn Dennis Prekop da jetzt nicht 3 Totalausfälle hat und Jeff Ewerts da alles gewinnt, hat er ganz, ganz gute Chancen, alles zu gewinnen oder die Meisterschaft zu gewinnen. So, 2 Minuten noch, müssen uns mal ein bisschen sputen, haben aber noch eine ganze Einführungsrunde Zeit. Gehen mal durch die hoffentlich noch 42 Autos, ja. Also Dennis Prekop haben wir hier auf der ersten Position, daneben haben wir den Teamkollegen Alex Meyer, den haben wir hier. Ja, im Ferrari tatsächlich der einzige, glaube ich, oder einer von 2, weiß ich gar nicht, müssen wir hinten gleich mal gucken. Dahinter haben wir nochmal Baden GT mit Stefan Mons in der zweiten Startreihe. Also doch relativ viele Marken hier auf den ersten Positionen. In den Top 10 haben wir doch sehr, sehr viel dabei. Ich glaube, einen Lexus haben wir gar nicht dabei heute. Dann haben wir Pierre Meyer, der offenbar schon wieder von ACC betrogen wurde, in der zweiten Startreihe hier auf der linken Seite mit der Nummer 40 im Audi unterwegs. Jeff Ewerts haben wir dann auf der 5 im BMW M4. Dahinter haben wir noch einen McLaren, der Daniel Andersen mit der 48. Dahinter ist aber der Nissan, den ich gerade erwähnen wollte, der Österreicher René Brey. Ja, startet hier auf der rechten Seite gleich. Dann haben wir Steffen Rosse auf Position Nummer 8 im Honda. Chris Heyer mal wieder im McLaren oder noch ein McLaren auf der 9. Dahinter nochmal ein Honda. Dann Detlef Kepp auf der 10. Da hoffen wir mal nicht, dass es einen Massencrash gibt. Hier geht's meistens. Also Zolder waren wir auch mit 40 Leuten unterwegs. Da hat es doch sehr gut funktioniert, obwohl es eine sehr enge Strecke ist. Ja, Matthias Weggel haben wir dann auf der 11. Position. Hobesim Racing hier im Audi. Dahinter haben wir den ersten Lamborghini Freibeuter Racing Team mit Nick Kleefeld. René Moldenhauer haben wir dann auf Position Nummer 13. Mit der Nummer 13 auf Position 14 Daniel Arning im BMW. Dann wechseln sich die immer mit den Audis ab hier. Helder Guerra haben wir auf der 15. Macht sich jetzt hier auch bereit für die Einführungsrunde. Peter Lindner auf Position Nummer 16 mit dem 88er BMW M4. Daniel Hofmann haben wir für Hovesim Racing mit der 21 Position 17. Position 18, der einzige M6. Immerhin ein M6 hier auf der 18 mit der 747. Fial Dark ist das nämlich. Dann haben wir Alexander Langhorst auf der 19. Position, auf der 20 Remo Kipfer. Michael Haaf startet im zweiten Lamborghini auf der 21. Samuel Farmer hat es hier auch noch auf die 22 geschafft mit seinem Honda. Dann haben wir Jan Hansel auf der 23. Position. Rudi Geis, Intruder Racing Team im Aston Martin, Position 24. Danny Anwandt haben wir auf der 25. Position, auf der 26 Patrick Till. Auch wieder Intruder Racing. Marius Kleine-Kalmer startet im Audi mit der 199 von Position 27. Jerome Eckert, der hat sich die 28. Position geschnappt. Alex Cruz haben wir mit der 71 auf der 29. Daniel Pay auf der 30. So, Taipione hatte irgendwie Probleme mit dem Internet. Keine Ahnung, ob er starten wird. Hätte sonst die 31. Position. Wird natürlich, wenn von hinten dann losfahren, wenn alle vorbei sind. Also alle dahinter jetzt eine Position schon mal gewonnen. Klaus Jäkel haben wir dann im ersten Porsche. Ich glaube, nur die Soapbox Racing-Leute hier sind im Porsche unterwegs. Klaus Jäkel haben wir auf der 32. Falk Moritz haben wir dann im Bentley auf der 33. Der Markenkollege direkt dahinter, Jakob Hausinger. Eike Bus haben wir dann im einzigen AMG, wenn ich das richtig sehe, auf der 35. Da der nächste Softbox Porsche mit Thomas Schäfert, Tino Gunkel dahinter im Audi. Dann haben wir Peter Buchholz auf der 38, der dritte Porsche. Carsten König auf der 39. Jürgen Hofmann
jetzt auf der 39. Wie gesagt, Patrick Schröter auf der 40 und Alex Graz auch nochmal eine Position schon mal gewonnen. Auf der 41. Ja, und Tapiona, wie gesagt, wird, wenn, dann aus der Box starten. So, also dürfte viel zu tun geben heute. Eine Stunde haben wir vor uns. Boxenstopps habe ich auch eingestellt. Reifenwechsel ist Pflicht, also werden alle Minimum 30 Sekunden stehen. Und wir drücken natürlich die Daumen, dass es bei den 30 Sekunden auch bleibt. Aber ich fürchte, der eine oder andere wird einen Unfall haben. Und wenn es nur aus Selbstverschulden ist, muss ja nicht immer ein Crash sein. Also mit anderen Autos. Kann ja auch mal ein kleiner Fahrfehler sein. Gibt ja doch so ein paar Kurven, wo man hier mal gerne rausfliegt. Ich trinke nochmal einen Schluck und dann dürfte das hier gleich losgehen. Danke, Paul. Freut mich. Bin mal gespannt auf morgen. Morgen machen wir mal wieder R-Faktor. Mal ein bisschen BTCCs und GTEs und LMPs anschauen. Hätte uns heute auch gerne Nordschleife gemacht, aber kann mich nicht zweiteilen, leider. Aber das machen wir dann demnächst wieder. Was, wann denn? Morgen? Ich glaube, 17 Uhr und dann 17:50 sind die beiden Rennen. Ich wollte nicht ganz so spät machen. Deswegen habe ich 17 Uhr das erste und dann gleich im Anschluss dann Sebring mit GTEs und LMPs. So, Helicam brauchen wir wie immer. Dürfte mich gleich hier in die Zweierformation gehen und irgendeiner ist noch in der Box. Wer ist denn da jetzt noch in die Box reingefahren? Tino Gunkel und Carsten König sind auch noch in der Box. Okay. Interessant, interessant. So, so langsam werden wir die Autos heute nicht mehr sehen. Zumindest nicht alle auf einmal. Wenn wir jetzt das nächste Mal hier an der Stelle sind, denke ich, werden wir schon den ein oder anderen Angriff sehen. Doch eine sehr, sehr beliebte Stelle und funktioniert auch öfters, muss man sagen, wenn da alle mitspielen oder alle beide dann meistens in dem Fall im Zweikampf, einer links, einer rechts, dann kann man hier auch zu zweit durch die Schikane fahren. Bin da aber ganz guter Dinge. Die meisten fahren hier ja doch relativ regelmäßig zusammen. Nicht nur hier, auch in anderen Ligen zum Teil. Also ich bin da recht zuversichtlich. Die letzten Rennen eigentlich auch doch weitestgehend sauber. Vor allem gemessen am, ja, am Fahrerfeld. Wie gesagt, 42 Autos. Und ja, werden auch nicht weniger, glaube ich, an Interessenten, wie ich das so mitbekommen habe. Also viele ja, Ersatzfahrer sozusagen, Gaststarter möchte ich sie mal nennen, müssen noch mal gerne verzichten. So, wir müssen aber auf nichts verzichten. Wir sind in der Helicam, sind mal auf Alex Meyer, dem Ferrari auf der linken Seite, der tatsächlich einzige. Und rechts Breko, der Porsche. Ja, der hier den nächsten Sieg entgegenfiebert. Mal schauen, pace-technisch reicht es auf jeden Fall mal. Aber Pace ist eine Sache. Im Rennen zählen auch nochmal andere Dinge. Und jetzt geht's los. Eine Stunde, das siebte Rennen bei Hovesim Racing. Und Preko auf der rechten Seite kommt gut weg. Kann hier auf jeden Fall mal ganz vorne bleiben. Dahinter der Ferrari. Mal schauen, ob er sich nochmal wehren muss dagegen. Die nächsten Positionen. Mons und Meyer sind ja direkt dahinter. Meyer links, der Audi, der Schwarze, neben Mons, dem McLaren in der zweiten Startreihe, sage ich mal. Sind dazu zwei daneben. Ich gucke ganz hinten mal kurz durch. Nicht, dass wir hier irgendwas verpasst haben. Ich hoffe, nicht groß. Ne, alle durchgekommen erstmal. Also Urush Radignon ging schon mal sehr, sehr gut. Wir gucken kurz nach vorne. Meyer ist hier auf der 2 geblieben. Mons und Meyer mit EI sind hier auch auf ihren Positionen geblieben. Ewerts ebenso. Andersen auch. Also da vorne hat sich jetzt erstmal nichts getan. Hat sich hier schon wunderbar geordnet, aber hier im Mittelfeld geht ordentlich was ja, zur Sache. Matthias Weckl nämlich hier in Brüxel auf der Innenseite leider schon zwei Positionen verloren. Wenn er sich jetzt hier den BMW von Arnings schnappt, hat er wieder eine gewonnen. So ist es auch gekommen. Also nicht ein ganz optimaler Start hier. Wenn man ein bisschen weiter hier, Moldenauer auch schon ein, zwei Positionen verloren. Guck mal hier bei Daniel Pay hinten, side by side und kollidiert hier mit Alex Cruz, müsste das gewesen sein. Und dann ging es gleich mal in die Wand rein und jetzt rutscht er hier fast noch quer auf die Strecke rüber, wollte ich sagen. Der BMW dahinter und der Aston Martin machen da ganz langsam. Hofmann und Alex Graz sind das. Und vorne Alex Meyer, der hat eine gelbe Flagge. Der Ferrari, der auf der 2 gestartet ist. Wir schauen mal kurz zurück. Ah, schade, haben wir nicht mehr ganz gesehen, was passiert ist. Ob er davon selber weggerutscht ist. Ja, der wird komplett durchgereicht. Das hat er sich komplett anders vorgestellt, möchte ich mal sagen. Also, erste Startreihe gehabt.
Platz 2 und jetzt, ja, findet er sich hier ganz am Ende des Feldes wieder. Da kommen sogar die Ersten, die aus der Box gestartet sind und haben ihn jetzt überholt. Ja, sehr, sehr ärgerlich. Weiß jetzt nicht, was er vielleicht an Schaden hat. Gucken, ob wir das über die Kamera sehen können hier. Sieht jetzt nicht hart demoliert aus, das Auto. Ja, schauen wir mal, ob er jetzt so erstmal weiterfährt. Dann geht es auf jeden Fall auf eine Aufholjagd. Was ist denn hier los hier vorne? Biermeier in der Kneifzange zwischen Mons und Everts hier. Ja gut, Preko jetzt mit der schnellsten Runde, aber ist jetzt noch nicht so viel wert nach der ersten Runde. Hat aber schon 2 Sekunden Vorsprung hier unten am Bildrand. Sehen wir ihn, biegt jetzt erst in die erste Kurve rein. Helder Guerra ist schon in die Box reingefahren. Mit Kipfer gab es da vielleicht eine Kollision irgendwo. Zumindest haben wir eine Kollisionsanzeige. So, Mons, Everts und Pierre Meyer auf der 4 jetzt hier unterwegs. Der McLaren sollte auf der 2 bleiben. Everts guckt jetzt nochmal, ob er sich hier gegen Meyer wehren muss. Der hält jetzt aber noch nicht hier rein. Ja, ist jetzt auch nicht so geboten in der Kurve. Aber wir sehen, da bleibt es erstmal bei den Positionen. Jeff Everts natürlich auch profitiert da von dem Ausfall des Ferraris oder dem Unfall. So, dann müssen wir mal ein bisschen gucken, dass wir hier nicht so viel verpassen. Oh, wir rutschen denn da weg? Da rutscht der Samuel Farmer ein bisschen weg, hier mit seinem Honda. Da gehen noch einige vorbei. Rudi Guy ist gerade vorbei. Kleine Keimer sehen wir da vorbeiziehen. Da kommt noch ein BMW von Dani Anwand, der da auf der Innenseite jetzt vorbeigezogen ist. Mal gucken, dahinter der Audi, Jerome Eckert ist das. Der kommt da noch nicht vorbei. Ah, staut sich ganz gut auf hier. Da geht es auch zu zweit durch die Rechts-Links-Passage. Ja, sieht aber soweit ganz gut aus. Patrick Till hier gegen Cruz gerade die Position gewonnen, den weißen McLaren. Und Eike Bus hat hier gerade auch einiges an Positionen verloren offenbar. Insgesamt auch eine gewonnen. Also eigentlich hat er offenbar einen ganz guten Start. Aber hier, ja, hat er jetzt noch den Hofmann auf der Innenseite mehr oder weniger. Lässt hier die Innenseite auch frei. Mal sehen. Oh, da wird er berührt. Aber da dreht sich der BMW leider selber weg, der Hofmann. Ja, ganz, ganz kleine Berührung. Hat aber leider gereicht hier in ACC. Und da dreht er sich weg. So, aber wir gehen mal kurz nach vorne. Wie sieht die Lage da so aus? Precur, ja, der tritt die Flucht nach vorne an, würde ich mal sagen. 2,3 Sekunden jetzt schon Vorsprung. Und profitiert natürlich davon, dass die da hinten so ein bisschen in Zweikampf gehen, mehr oder weniger. Also ich glaube, der Pierre Meyer, der jagt hier den Jeff Everts gerade ordentlich. Kriegt natürlich schön den Windschatten mit. Mal sehen. Ich weiß nicht, ob es hier schon reicht für einen Angriff vor der Bus-Stop. Schauen wir mal. Fahren wir mit. Ich denke noch nicht so ganz. Wir sind noch sehr, sehr früh im Rennen. Reifen dürften so langsam im Betriebsfenster sein. Wir sehen Monster so nicht ganz die Schikane getroffen. Kriegt nochmal Anschwung von hinten. Also Jeff Everts sagt mal, hier gib mal Gas. Hat ihn natürlich selber ausgebremst, sodass Pierre Meyer jetzt hier vielleicht mit ein paar km/h mehr ankommt. Dahinter sehen wir noch Daniel Andersen, den anderen McLaren. Also hier sieht es doch sehr, sehr spannend aus. Und Peter Lindner gerade an Moldenhauer vorbei. Wir schauen mal kurz, dürfte ein Angriff in der Schikane gewesen sein. Ja, hier haben wir es noch ein bisschen gesehen. Überholt er den Aston Martin, der jetzt sich auf der 14. Position bewegt. So, hat sich jetzt halbwegs geordnet. Ein Riesencrash haben wir nicht gesehen. Ein, zwei Aussetzer davon. Ein paar Piloten auf der Karte sehen wir es. Da sind so, ja, 3, 4 Autos ein bisschen für sich. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, war das doch wieder mal ein recht vorbildlicher Start hier von den Piloten. Ja, ein paar DTs haben wir schon, 2 Stück. Eine SG30, mindestens eine DT war aber auch schon vorher, von vornherein als Strafe angesetzt. Bei den anderen beiden bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wo die herkommen. Wird schon seine Richtigkeit haben. Vielleicht stand auch einer bei Start nicht so ganz richtig. So, Remo Kipfer schnappt sich gerade am Ende der Chemistrate den Alexander Langhorst. Den sehen wir hier im Honda für Honda Langhorst. Der hat ja 3 Positionen aber trotzdem insgesamt gewonnen. Also kein allzu schlechter Start, denke ich. So, Pierre Meyer, 0,3 Sekunden an Jeff Everts dran. Er schnuppert mal wieder hier am Podium. Ein Mann, der ja doch immer mal wieder vorne dabei ist. Das fährt auch sehr, sehr viel. So, wir gucken kurz zu Daniel Arning. 0,3 auch dran an Weggel. Also das Duell hätten wir noch. Remo Kipfer haben wir hier eben noch ganz dicht dran gehabt. Hat sich jetzt aber schon wieder aktualisiert. Da kann sie Hofmann hier schön Stoßstange an Stoßstange. Und was haben wir hinten noch? Pay gerade gegen Graz vor der Doppel-Links. Oh, Graz hier auf der Innenseite einfach mal reingehalten. Mal gucken. Nee, der BMW kann leider nicht dagegen halten und nochmal einen Switchback machen. Also Daniel Pay jetzt hier auf der 33 unterwegs. Von der 30 war eigentlich gestartet. So, Alex May jetzt auch in der Box. Also doch beschädigt. Oder inzwischen beschädigt, wissen wir nicht genau. Guerra war schon bereits
zweimal in der Box anscheinend, oder war aus der Box gestartet, weiß ich gar nicht. Buchholz haben wir schon in der Box gesehen. Dann haben wir Patrick Schröter in der Box, das war aber die DT, genauso wie bei Buchholz eine DT. Tino Gunkel war schon in der Box, offenbar musste er auch reparieren. Also da hinten haben wir einige, die schon mal rein mussten. So, jetzt schauen wir mal kurz hier. Hausinger, Jekyll, die beiden Bentleys trennen zwischen zwei Autos. Die waren ja direkt nebeneinander gestartet. Also Hausinger jetzt hier auf der 30, war da eben an Jekyll dran. Mal gucken kurz nach vorne, wollen wir nichts verpassen. Weil das riecht doch danach, dass wir hier einen guten Zweikampf um Position 3 sehen. Mal sehen, oh, da hinten Andersen musste mal ordentlich cutten, Radignon. Könnte mindestens mal ein Cut gewesen sein. Hoffen wir mal nicht. Half-Anwand haben wir gerade verpasst, das Überholmanöver. Schauen wir mal hier, wahrscheinlich in La Source. Anwand ist hier der BMW außen. Oh, jetzt gehen die hier zu zweit rein und da gibt es die kleine Kollision, kleinen Kontakt vielmehr. Aber gerade noch so konnten sie der Mauer hier ausweichen. Und wer profitiert natürlich? Samuel Farmer geht nämlich hier an beiden gleichzeitig erstmal vorbei. Das war mal eine ganz, ganz heikle Situation. Jetzt sind die hier schon fast zu dritt, teilweise, zeitweise auf der Chemist Street unterwegs. So, mal sehen, wer jetzt hier wen noch angreifen kann, wer wen überholt. Oder ob sich hier alle einig werden. Anwand Side by Side mit Jerome Eckert müsste das sein. Hier der Audi, jetzt hier auf der Innenseite. Ja, da staut sich natürlich ordentlich. Wir sehen es da, der Lambo und noch der Bentley, die da ja wirklich aufpassen müssen, nicht zu früh aufs Gas zu gehen. Gehen jetzt selber hier Cyberside nochmal durch Bruxelles durch. Aha, der ordnet sich dahinter ein. Alex Cruz direkt dahinter. Schönes Grüppchen, was wir hier sehen. Also Midfield Madness. Gehen wir kurz mal in die Kleefeld rein, ein bisschen weiter vorne in den Top 10 hier. Auch da ein schöner Markenmix. Hier haben wir noch einen Honda und einen Lambo direkt hintereinander. Dahinter ein Audi, ein BMW. Davor haben wir noch McLaren und Nissan. Und ja, ganz vorne einer von vier Porsche waren es insgesamt, genau. Aprico fährt jetzt hier nicht komplett weg. Also die 2 Sekunden halten sich aktuell sogar tickt runter tatsächlich. Aber gut, reicht ja. Ich meine, ich weiß gar nicht, was Position 2 gibt. Ich glaube, 3 oder 4 Punkte weniger als Position 1. Michael Haaf mit einer gelben Flagge. Was ist hier passiert? Gucken wir mal kurz. Hier der Lambo. Ah, Klassiker auch hier an der Stelle tatsächlich. Bisschen zu früh am Gas und dann kommt einem da gerne mal das Heck. Ja, ortet sich jetzt hier direkt hinter Jakob Hausinger ein. So, Weggel. Offenbar auch gerade ein bisschen was verloren. Stefan Mons auch mit der schnellsten Runde der 9. 2 Minuten 17,7. Ein paar Hundertstel schneller als Dennis Preko auf der 1. Also pace-technisch kann er hier aktuell mithalten. Guck mal, Jeff Ewerts muss sich hier jetzt wirklich breit machen. Der Audi schön im Windschatten dran hier jetzt auf der Camel Straight. Mal sehen, ob der Audi jetzt hier den Topspeed ausnutzen kann und ja, angreift. Schauen wir mal, ob er hier spät rauszieht auf die Innenseite oder ob Ewert selber auf die Innenseite geht. Er scheint erstmal außen zu bleiben. Auch Pierre Meyer guckt noch nur daneben. Noch fährt er nicht daneben. Oh, jetzt verliert er das Auto fast. Eieiei. Eieiei. Also, ein bisschen Dirty Air. Bisschen zu schnell reinlaufen lassen und zack, hast du wieder ganz viel verloren. Andersen ist direkt dahinter und Farmer hinten, der gerade noch Position gewonnen hatte. Jetzt mit einer gelben Flagge unterwegs. Ich glaube, da oben müsste er irgendwo stehen. Eieiei. Da ist aber Jekyll gerade noch so vorbeigekommen. Gucken wir kurz 20 Sekunden zurück. Und Fial Dark auf der 21-20, gerade auch eine gelbe Flagge. Hier sehen wir jetzt aber den Honda nochmal, wie er ein bisschen off-track unterwegs war. Da gehen einige Autos vorbei. So, jetzt sehen wir noch, wie der Porsche gleich da oben kommt. Der ist wahrscheinlich auch mal kurz erschrocken. Zum Glück kann man da relativ weit gehen. So, Dark haben wir da gerade noch gesehen, hatte auch einen kleinen Ausritt. 3 Positionen jetzt insgesamt verloren. Und ja, führt jetzt hier wahrscheinlich eher unfreiwillig einen kleinen Train an. Mit, ja, 4, 5, 6 Autos, die wir dahinter sehen. Also der M6, der ist hier an vorderster Front unterwegs. Zumindest mal in der Gruppe. 4, 5 Sekunden gehen's oder sind's dann zur nächsten Position. So, fahren wir jetzt an Gefert vorbei. Das ist der Porsche hier. Also eine Position mal wieder gut gemacht. So, ist Pierre Meyer vorne schon wieder dran. Na, geht so, 1,2 Sekunden, ganz im Gegenteil. Daniel Andersen hat er jetzt hier im Genick. Muss sich eher noch verteidigen, als dass er angreifen kann. Mal sehen, ob er das auch hinkriegt. Bin da guter Dinge. Krefeld, hier der Lambo immer noch am Honda dran. Und
Was haben wir hier verpasst? Dark. Oh, der M6 verliert hier gerade ein bisschen Position. Wir sehen es da zu dritt nebeneinander in der letzten Sektion. Ist er vielleicht irgendwo ein bisschen zu weit rausgekommen. Jetzt geht es hier in Formationsflug durch Blanchimont. Irgendwo da vorne gibt es noch eine gelbe Flagge vor der Schikane oder neben der Schikane. Langhorst ist da involviert irgendwie auf der 20. Position. Der BMW geht hier sehr, sehr weit, kommt hier auf die Strecke zurück und trifft hier fast den Audi von Kleine Keimer. War das? Nee, war das? Nee. Wer war das? Keine Ahnung. Nee, Anwand war das, glaube ich, ein BMW. Gar nicht so einfach zu sehen hier bei so vielen Autos. Auf jeden Fall wurde es da auf jeden Fall sehr, sehr tricky. Habt ihr gesehen. Aber zumindest keiner groß abgeflogen. Fiat Dark jetzt auch in die Box reingefahren. Der M6. Okay. Dann gucken wir mal jetzt hier zum Aston Martin. 0,4 Sekunden. Was bei Michael Haaf schon wieder los? Oder kam der gerade aus der Box vielleicht? Das kann auch sein. So, verpassen wir gerade was. Ah, Hofmann-Kipfer sieht gerade recht interessant aus. Ah, versucht sich hier links am BMW vorbeizuquetschen. Davor noch der Teamkollege, glaube ich, vom BMW. Jetzt ist er hier im Sandwich zwischen Hansel und Kipfer, International GT Racing, Hovesim Racing. Wie gesagt, der Audi hier mittendrin. Ein Dreierpack, was wir hier sehen. Ja, die ersten beiden fahren relativ ähnlich, also immer noch so um und bei 2 Sekunden Abstand zwischen 1 und 2, zwischen den beiden Teamkollegen. Jeff Ewerts haben wir dahinter mit 3 Sekunden, der Meyer und Andersen noch mitbringt. Meyer hat sich wieder ein bisschen absetzen können, hier so ein paar Meter von Daniel Andersen. Ja, dahinter ist nicht super spannend, den ist dann mit 4 Sekunden, dann haben wir Chris Hayer McLaren mit nochmal 3 Sekunden ungefähr. Detlef Kepp haben wir dann mit 2,5 Sekunden Rückstand, allerdings Nick Liefeld direkt im Nacken, haben wir eben ja schon ein bisschen gesehen, der hier ja, drauf und dran ist, sich Position 8 vielleicht zu holen. Peter Lindner jetzt mit Problemen. Das müsste nach, genau, Piff Puff hier sein. Oh, einfach ein bisschen zu viel Curb mitgenommen. Hat er den Grip rechts verloren und dann dreht er sich hier leicht in eine Wand rein. Auch Falke Moritz hier irgendwo einen Unfall gehabt. Ein paar Meter weiter tatsächlich nur. Der Bentley hier von Kia Racing. Jetzt wartet er kurz, dass er wieder losfahren kann. Ja, hat jetzt hier natürlich ein bisschen was liegen lassen müssen, aber insgesamt ging es trotzdem nach vorne tatsächlich. Aber sehr gut beschädigt, das Fahrzeug können wir auch von hier schon sehen. Da wird es also auch jetzt doch eher frühzeitig in die Box reingehen. So ein richtiges Boxenstoppfenster haben wir jetzt nicht, also 1 Minute nach Start geht's auf und 1 Minute vorher geht's zu. So, Boost gerade auch, Boost heißt das, mit einer gelben Flagge gerade unterwegs gewesen. Aber ich glaube, bei Nick Liefeld bahnt sich so das nächste Überholmanöver an. Wir fahren mal mit. Mal sehen, ob er hier gut durchkommt. So dicht hinterherfahren ist gar nicht mal so angenehm, muss man sagen. Wir sehen auch, er muss ein bisschen langsamer machen. Verliert so ein paar Meter hier. Macht da auch mal Lichthupe. Der grüßt einmal den Stream. Ja, damit kann er jetzt erstmal nicht angreifen. Detlef Kepp jetzt für die Chemistrate auf jeden Fall erstmal sicher. So, Falk Moritz haben wir gerade mit einer gelben Flagge. Achso, ja, der war ja beschädigt. Jürgen Hofmann, Tino Gunkel hätten wir sonst noch im Angebot hier hinten auf der 33-34. Gerade durch die Schikane durch. Gehen jetzt in die 7. Runde, wenn ich mich nicht verguckt habe. Und was ist bei Position 21 bei Alexander Langhorst los? Kam der aus der Box oder? Nee, der hat das Auto hier oben verloren. Also gibt kein Rennen, wo nicht mal einer so ein bisschen einen Quersteher hat hier. Zumindest mal keinen wirklichen Abflug. Und währenddessen gab es vorne irgendwie ein Techtelmechtel. Rosse und Weggel sind hier auf jeden Fall irgendwie involviert. Ja, ich weiß nicht mehr genau, was da war. Gucken wir mal ins Replay. Durch Bruxelles zusammen durch. Ah, und dann... Ah, dahinter der Honda war das. Genau, Rosse ist das nämlich. Auch hier wieder nur eine ganz kleine Berührung. Hat aber auch hier wieder gereicht, um die Autos ins Ungleichgewicht zu bringen. Sehr schade für beide. Also, war ja eigentlich nichts Wildes. Ganz, ganz kleiner Stupser auf die Heckpartie hinten rechts. Hat dann ja leider den Ausschlag gegeben, dass hier beide sich gedreht haben. So, Andersen jetzt an Meyer dran. Also wie gesagt, Meyer vorhin noch angegriffen, mehr oder weniger den Ewerts. Jetzt muss er hier gegen Andersen sich irgendwie durchsetzen. Na, schauen wir mal, ob das irgendwann mal funktioniert. Dranbleiben ist auf jeden Fall erstmal kein Problem. Wichtige Punkte, die man sich hier holen kann. Auch wenn es vielleicht nicht mehr um den Gesamtsieg geht. Aber Position 2 und 3 sind ja noch hart umkämpft zwischen Ewerts und Andersen. Und Ewerts, ja, der ist ja 2 Autos davor. Der würde dann seinen Vorsprung auf Andersen wieder ausbauen. So, Michael Haaf
Hier eine kurz-gelbe Flagge gehabt. Könnte aber eine Überrundung nur gewesen sein. Denke ich, ist nicht ganz so wild. Gucken wir mal hier auf 14, 15, 16. Da haben wir immer noch einige Autos schön dicht zusammen. Hofmann, der schnuppert hier gerade am Heck von Hansel. Das ist der BMW da mit der 41, der blaue. Und genau, der Teamkollege ist ja dahinter. Also hat sich hier noch nicht aus den Fängen von Intruder war das? Ne, International GT Racing befreien können. Der hängt da noch zwischen den beiden BMWs. So, wir springen wieder auf die vierte Position. Sind Papiermeier auf dem Heck drauf. Sehen da den wunderschön lackierten McLaren auf der 5 von Daniel Andersen, der ihm dann nicht von der Seite weicht. Abstand nach da hinten wird allerdings deutlich größer. René Brey, der Nissan auf der 6 mit 6 Sekunden. Dann haben wir 4 Sekunden nochmal. Chris Haier auch gerade relativ ruhig unterwegs. Dürfte ihn nicht groß stören, denke ich. Ja, dann haben wir einen Zweikampf 8-9. 11-12 vielleicht nochmal. Und dann ab Position 13, Klein Train, ab Position 17 und 21-22. Moin, Andi. Und da gehen wir auch mal hin auf die 15. Da haben wir nämlich hier, wie gesagt, 4 Autos. Der Audi hier eingeklemmt zwischen den beiden BMWs und das Ganze angeführt von einem weiteren Audi von Matthias Weggel, der da ja eben den kleinen Kontakt hatte, leider. Also mal sehen, ob er sich hier gegen die drei wehren muss oder aber hier zumindest vorne bleiben kann in dieser kleinen Gruppe. Nach vorne der Abstand ja doch schon 4 Sekunden jetzt nach gleich 20 Minuten. Grazhausinger haben gerade getauscht, wie es aussieht. Gucken wir da mal 10 Sekunden zurück. Oder war schon passiert? Ja, war schon passiert, hier gerade an Hausinger vorbei. So, Benes Prekum in der 17.6. Ja, Temperaturen sind sehr, sehr kühl. Strecke steht auch optimal. Nach Regen sieht es heute auch nicht mehr aus. Aber es ist halt dunkel. Immerhin was. Ja, der Lambo immer noch am Honda dran. Mal gucken, wie lange er dran bleibt, wann er vorbeikommt. Oder aber vielleicht über die Boxenstrategie ein bisschen was machen kann. Also viel kann man nicht machen, man muss ja Reifen wechseln, also die halbe Minute steht man ja ohnehin. Aber man kann zumindest was am Zeitpunkt ändern. Wie gesagt, eine Minute vor Schluss ist die letzte Möglichkeit reinzugehen, sprich vorletzte Runde im Prinzip. Muss man reinkommen, sonst gibt es nochmal eine Strafe hinten raus drauf. Gleiches gilt hier für Danny Anwand, der an Jerome Eckert dranhängt, 0,5 Sekunden. Und Alke Buß und Patrick Schröter hier auch nochmal, Hofmann und Schröter, so rum. Schröter und Hofmann. Im Zweikampf hier Honda gegen BMW. Ja, sonst da hinten relativ ruhig, aber da waren ja auch schon einige jetzt in der Box. Daher hat sich das da etwas auseinandergezogen. So, schauen wir mal. Jetzt gibt es hier den Zweikampf, beziehungsweise den Positionswechsel. Patrick Schröter geht jetzt hier doch relativ problemlos dran vorbei. Mal sehen, ob es nochmal den Gegenangriff gibt oder ob sich der Hofmann denkt, der ist eh schneller. Da komme ich hier nicht hinterher. Da muss man jetzt nicht unbedingt in den Zweikampf reingehen. Ne, er bleibt erstmal vorne. So, Jan Hansel haben wir hier. Der nämlich, ja, dem Weggel Druck macht. Also ich habe so das Gefühl, dass Weggel gleich, ja, insgesamt 3 Probleme hinter sich fern hat. zumindest mal der erste hier, der BMW, ist sehr, sehr dicht dran. Weiß natürlich nicht, wie viel Schaden der Matthias hat, wie sich das auswirkt, wie immer. Während Cruz, glaube ich, den Langhorst auf der 23 gerade überholt hat. Langhorst verliert gerade schon wieder Plätze oder immer noch Plätze. Mal gucken, was da los ist. Okay, das sieht... Nee, wo ist er? Ist er noch unterwegs? Ja. Ah, nee. Okay, war kurz ein Anzeigefehler irgendwie. So, Guerra, Bus jetzt in die Box reingefahren. Also kein Disconnect oder ähnliches. Hat nur gerade kurz gehakt. Ja, jetzt haben wir hier einige Zweikämpfe, vor allem in der ersten Hälfte des Feldes hier. Ab Position 22 und aufwärts hier im Tower seht ihr hier einige rote Zahlen. Also dürfte nicht langweilig werden, auch die letzten 39 Minuten noch. Erstes Drittel war auf jeden Fall schon recht interessant. Keine wirklich großen Unfälle gehabt. Das ist das gute Feld hier und da schon etwas auseinandergezogen. Haben sich einige schöne Gruppen gefunden und einige Zweikämpfe. Wir gehen mal in einen Zweikampf rein. Jan Hansel jagt, wie gesagt, immer noch Matthias Weggel, der 4 Sekunden Rückstand hat. Oh, da vorne hat einen mitbekommen. Waren wir mal live dabei, on board. Gucken wir mal kurz 10 Sekunden zurück. Hat er von Hofmann einen mitbekommen vielleicht? Oder wer war das? Ja, müsste. Oh ja, der 21er hat sich da vertan. Der 21er, das war Daniel Hofmann. Ja, hat den Jan leider mal hier in die Wand reingeschickt.
Also sehr, sehr ärgerlich. Jetzt muss er hier warten. Da kommen noch mal ein, zwei Autos, glaube ich. Und dann kann er wieder losfahren. Wird dann jetzt hier auf der 25 wieder ins Rennen gehen. Und direkt in die Box. Ja, wir gehen fast auf die Halbzeit zu. Ist nicht ganz so schlimm, aber seine Reifen werden natürlich dann doch eher zu den Älteren nachher gehören. So, Peter Buchholz gab in der gelben Flagge. Das dürften aber auch Überrundungen gewesen sein. Hat nämlich keinen direkten Gegner eigentlich um sich rum. Dann gehen wir zu Peter Lindner. Auf der 17. Kleine Kalmater vor sich. Er hat Rudi Geis vor sich. Auf den gehen wir vielleicht mal drauf. Vielleicht sehen wir ja mal, wie es dann Angriff gibt. Wir sehen, wie der Audi von Marius da schon ein bisschen weiter in die Kurve anfährt. Damit ist natürlich außenrum Platz. Und das kann mal funktionieren. Kriegt auf jeden Fall jetzt hier Platz. Oh, der Audi beim Umsetzen da ein bisschen unsauber durchgekommen. Damit Peter Lindner auf die 16. Position vorgerückt. Und Anwand hat sich an der gleichen Stelle fast gleichzeitig den Jerome Eckert geschnappt. Also hier beben wir jetzt am Audi vorbei endlich. So, was macht Pierre Meyer? Ja, den Andersen wieder loswerden können, mehr oder weniger. 1,5 Sekunden. Also der Gegner vor ihm ist jetzt näher dran als sein Verfolger. Hat jetzt ein paar Runden, ich will nicht sagen Ruhe gehabt, aber sind hier hintereinander gefahren. Haben jetzt keinen Angriff gesehen. Guck mal ganz kurz nach vorne. Dennis Preko jetzt inzwischen doch mit 3 Sekunden Abstand. Also ist doch ja, eine Sekunde angewachsen jetzt in den letzten 5 bis 10 Minuten. Sehen wir hier jetzt auf dem Weg gegebenenfalls zum 6. Sieg im 7. Rennen. Teamkollege Stefan Mons direkt dahinter. Und dann haben wir schon 4 Sekunden Abstand, wie gesagt, hier zu den Dreien, die sich noch um Position 3 ein bisschen streiten. So, Kleefeld irgendwo inzwischen an Keep vorbeigekommen tatsächlich. Haben wir, glaube ich, verpasst leider. Aber hier sehen wir es. Also der Lambo jetzt endlich hier auf der 8. Position. Hat jetzt sozusagen freie Fahrt, mehr oder weniger. Sollte jetzt hier gucken, dass er dem Honda wegfahren kann. Der klebt ihm da aber immer noch natürlich dran. Dürfte es über Manöver noch nicht so weit entfernt gewesen sein in der Vergangenheit. 0,3 Sekunden. Mal sehen. Ja, wenn du hier besser rauskommst, bringt dir das meistens nicht viel. Weil dann reicht es meistens nur, um zu zweit gegebenenfalls durch Rouge Radion zu gehen. Haben wir heute schon einmal gesehen. Ist gerade so gut gegangen. Ist aber jetzt nicht die beste Variante vielleicht. Aber dann hier vielleicht dranbleiben, schön im Windschatten und angreifen. Na, das wird noch nicht ganz reichen. So, hinten, was haben wir hier? Langhorst jetzt in die Box reingefahren auf der 23. Kommen wir Cruz und Kratz rein. Da haben wir Platz 21, 22. Die fahren auch mehr oder weniger für sich hier. Davor, dahinter doch einige Sekunden Luft. Die können sich schön hier auf den Zweikampf konzentrieren. Hofmann, Schröter. Schröter an Hofmann vorbeigegangen. Schon wieder? Oder habe ich das... Nee, das war was anderes, glaube ich, vorhin. Wir gucken mal kurz hier. Ja, aber Schröter jetzt hier auf der 29. Hofmann auf der 30. Und hier haben wir gerade noch im Ansatz gesehen, das Überholmanöver von Anwand gegen Till. Hier auf der Chemistrate mal wieder. Jerome Eckert direkt dahinter. Also Danny Anwand gut unterwegs. 7 Positionen gewonnen. Ging gut nach vorne. Patrick Till aber ebenso 7 Positionen. Und Jerome Eckert 8. Da müssen wir mal gucken. Waren ja bereits welche in der Box. Ist also noch nicht so ganz Boxenstopp bereinigt, die Sache. So, hier vorne ist auch noch nichts bereinigt. Meyer Ewerts. Da geht's an einer Überrundung vorbei. War das die Nummer 14? Das wäre dann der Remo Kipfer auf der 32. Der war auch schon einmal in der Box. Der hat da ein bisschen Platz gemacht, dass sie hier vorbeiziehen können. So, wo gehen wir denn mal hin? Hat sich schon ganz gut geordnet, also wir haben hier so ein paar Gruppen jetzt ausmachen können. Hier vorne, wie gesagt, bleibt spannend. Die rücken so ein bisschen zusammen, vielleicht auch durch die ein oder andere Überrundung. Da verliert man ja doch mal ein bisschen Zeit vielleicht, je nachdem, wo man die alle erwischt. Wird auf jeden Fall spannend bleiben hier um Position 3, Position 1, 2. Ja, sind jetzt keine Ewigkeiten weg, aber sind dann doch schon 6 Sekunden zur ersten Startreihe sozusagen. Aber ein Fehler da vorne und dann ist der Vorsprung auch wieder futsch. Auf der anderen Seite sind die hier direkt im Zweikampf da vorne, 2 Sekunden Abstand. Die können da doch relativ ihre eigene Pace fahren. Das ist natürlich der Vorteil. Natürlich auch, ja, ein bisschen Reifen schon, sage ich mal. Könnte man überlegen, länger draußen zu bleiben. Hat man auf jeden Fall mal die frischen Reifen dann gegen Ende. Kann ja vielleicht nochmal entscheidend werden, wenn man tatsächlich nochmal in irgendeinen Zweikampf rein muss. So, Daniel Hofmann jetzt reingefahren in der Box. Und wir gehen wieder zu Graz und Cruz rüber.
Ach, wir haben zwei Hofmänner, sehe ich gerade. Deswegen war ich kurz verwirrt eben. Ja, dürfte gleich etwas voller werden in der Boxengasse. Wir haben gleich die Hälfte rum, 30 Minuten. Da werden wahrscheinlich die meisten reinfahren, vielleicht einen Ticken später. Kommt auf die Situation an. Wenn du irgendwie hinter einem Fest steckst, macht es vielleicht Sinn, früher reinzukommen. Ansonsten, wenn du freie Fahrt hast, fährst du vielleicht erstmal, bis du merkst, dass du langsamer wirst. Und dann holst du dir nochmal frische Reifen. Und Till verliert gerade auch eine Position. Wahrscheinlich hier auch wieder am Ende der Chemistrate. Hat hier aber eher Platz gemacht gefühlt. Also Jerome Eckert ist da doch relativ zügig dran vorbeigezogen hier mit seinem Audi. Auf die 18. Damit aktuell zumindest der 10. Positionsgewinn. So, wir fahren mal ein bisschen beim Aston Martin mit. Schauen uns mal den McLaren hier von hinten an. Alex Cruz ist das hier auf der 20. Mal sehen, hier für Graz ging es 21 Positionen nach vorne. Jetzt haben wir natürlich wieder eine gelbe Flagge, wo wir hier mal irgendwo drauf sind. Schauen wir mal, das sieht schon wieder nach Radeon aus. Oh, da war noch irgendeiner involviert. Ich glaube, der Tino Gunkel müsste das sein. Mark Racing hier. Auch gerade etwas tricky aus der Situation. Jetzt sind sie aber wieder alle unterwegs. Der G fährt auf der 27, Tino Gunkel auf der 38. Eieiei, also Radeon enttäuscht nie, was das angeht. So, Pierre Meyer jetzt auch in die Box reingefahren, genauso wie Andersen direkt dahinter. Damit der Nissan jetzt erstmal auf der 4. Position. Nächste gelbe Flagge. Bei Jekyll. Okay, das dürfte aber auch nichts Schlimmes gewesen sein. Ja, bin mal gespannt, wie das nach den Boxenstopps hier aussehen wird. Wie gesagt, alle müssen, wenn es optimal läuft, 30 Sekunden stehen. Also nicht so viel taktische Möglichkeiten, sage ich mal. Reifen müssen ja alle wechseln. Aber wir sehen, die fahren ja alle noch zu ähnlichen Zeiten rein. Hier sehen wir auch schon wieder zwei, drei Autos. Da hinten kommt noch einer, die jetzt hier in die Box fahren werden. Mal gucken, gehen die auch schon beide rein? Ne, die beiden bleiben noch draußen. Sehr gut, können wir da mal einen Moment drauf bleiben. Und gucken mal, ob Graz Cruz jetzt hier nochmal vor dem Boxenstopp überholen kann. Also er guckt schon mal hier auf der Innenseite rein, geht wieder zurück. Mal ein bisschen sich zeigen. Manchmal lässt sich der Vordermann ja auch gerne mal ablenken. Aber nicht hier in dem Fall. Ja, ein bisschen Abstand halten ist hier gar nicht verkehrt. Dann ist die eher nicht ganz so dirty. Und vor allem, wenn der Vordermann doch mal ein bisschen langsamer wird durch den Quersteher, kannst du auf dem Pinsel bleiben. Und dann kommst du hier noch einfacher dran vorbei. Ja, aber das setzt natürlich voraus, dass der Vordermann Fehler macht. Alex Cruz jetzt mit keinem eklatanten Fehler. Der Aston Martin da mit ein bisschen Windschatten nochmal wieder rangefahren. Aber in Schlagdistanz ist er dann doch noch nicht so ganz. 0,3 Sekunden bleibt hier der Abstand. So, Nick Lefeld jetzt hier am nächsten dran. Chris Haya auf der 5, der ja bis eben eigentlich relativ ruhig unterwegs war, was die Abstände angeht. Sieht jetzt plötzlich die Lichter des blauen Lamborghinis mit der Nummer 15 im Rückspiegel. Schauen wir mal, Detlef Kiep eine Sekunde dahinter, schaut sich das natürlich auch an. Müssen alle nochmal in die Box, mal sehen, ob die auch vielleicht gleichzeitig reingehen. Preco Mons auf der 1 und 2 gehen auf jeden Fall gleichzeitig rein. Da war der Abstand 2-3 Sekunden. Also beim schlechten Boxenstopp von Preco könnte das vielleicht nochmal eng werden. Schauen wir mal, Jeff Ewerts geht jetzt auch rein. Also viel, viel Verkehr gerade in der sehr, sehr langen Boxengasse. So, eine SG30 für die 46 gab es irgendwann mal. Das war Falk Moritz. So, Detlef Kiep geht rein. Die anderen beiden bleiben erstmal noch draußen. Ja, Kleefeld bzw. Chris Haier müsste jetzt vielleicht sogar die Führung übernehmen. Ja, jetzt hat er die Führung übernommen. Zumindest provisorisch. So, Alex Cruz hier mit der gelben Flagge. Schauen wir mal, ist ihm da irgendwo das Sack gekommen? Auch an der Stelle passiert das gerne mal. Ja, immer ganz, ganz langsam kommt einem das Sack und dann geht es hier in die Wand rein. Da kannst du gar nicht so viel machen. Kann hier relativ zügig weiterfahren. Gute Nachricht für ihn. Er war noch nicht in der Box. Denke mal, er wird jetzt reinfahren. Also wird jetzt nicht super viel Zeit verlieren. Ist ja nur im letzten Sektor jetzt nochmal hier mit einer Bestätigung unterwegs. Und dann, ja, keine Ahnung, 2, 3, 4 Sekunden Schaden, würde ich jetzt mal schätzen. Wird er nochmal reparieren müssen. So, wir gucken mal vorne. Preco steht noch. Vorne steht noch. Preco müsste jetzt aber gleich losfahren. Huch, wer kommt denn da an? Ja, dauert ewig, bis man hier mal mit dem Boxenstopp fertig ist. Bis man da mal an den Platz gefahren ist.
Aber wir sehen, ja, fast das ganze Feld war jetzt quasi schon drin. Till fehlt noch, Graz fehlt noch, Jägel fehlt noch. Da Bjona, der übrigens doch jetzt losgefahren ist, also am Anfang losgefahren ist, der stand ja in der Box, war sich nicht ganz sicher wegen seines Internets. Ja, aus der Box gestartet, muss also einmal noch rein. Momentan auf der 16 unterwegs. So, zwischen den beiden wird es interessant gleich in der Box. 0,5 Sekunden, das kann man gerne mal versemmeln beim Pitstop. Bin mal gespannt, ob die schon reinfahren werden jetzt. Oder ob sich irgendeiner denkt, ich bleibe möglichst lange draußen. Natürlich so die Frage. Krefeld macht mir auf jeden Fall den Eindruck, dass er hier dem Chris Heyer gefährlich werden kann. Zumindest was die schnellsten Runden von beiden angeht, ist Nick Krefeld eine halbe Sekunde schneller gewesen. Aber wir gucken mal kurz hier bei den eigentlichen Führungsfahrzeugen. Precur, der ist vor Mons geblieben, aber nur ganz, ganz, ganz knapp hier. 0, ein bisschen Sekunden. Ich weiß nicht, ob es gerade daher kommt, weil sie auf den Roman Tapiona hier auflaufen. Der positionstechnisch zwar vor denen ist, aber der muss ja noch in die Box. Daher macht Dennis Precur auch die Lichthupe. Sagt hier, lass uns mal vorbei. Du fällst eh wieder nach hinten. Ja, mal schauen, ob er da den Weg frei macht. Mein, ja, nur außenrum. Dennis Precur, der versucht natürlich jede Lücke zu nutzen. Stefan Mons, sein Teamkollege. Aber trotzdem natürlich Konkurrent. Direkt dahinter, jetzt außenrum, hier in der Doppel-Links. Jawohl, das passt sehr gut. Und Pierre Meyer auf der dritten Position dann Boxenstopp bereinigt. Der ist hier an Ewerts, glaube ich, vorbeigegangen. Und sein direkter Konkurrent in der Gesamtwertung ist direkt hinter ihm wieder. Also das sieht doch nach einem sehr spannenden Verlauf hier aus für die nächsten 27 Minuten. Mal gucken, wie sich das so entwickelt. Das freut uns auf jeden Fall. Jürgen Hofmann hier kurz mit der gelben Flagge unterwegs gewesen auf der 36. Aber so direkte Zweikämpfe, ja, gerade nicht ganz. Also deswegen können wir, glaube ich, bei den Führungsfahrzeugen mal bleiben. Schauen wir mal, ob Precur da jetzt wieder wegfahren kann. Ob Meyer den Mons sich nochmal holen kann. Ewerts Andersen dahinter, was da nochmal so passiert. Geis Lindner 2021 können wir mal kurz hinschalten. Nein, können wir nicht. Da gab es irgendwo... Ne, waren nur Boxenausfahrten. Also können wir doch zum Zweikampf schauen. Hier um Platz 21 und 20. Lindner momentan 5 Positionen verloren. Rudi Geis 4 gewonnen. Da hat man sich so mehr oder weniger in der Mitte getroffen. Ich weiß jetzt nicht, ob die noch irgendeinen überholen. Tapiona jetzt in die Box reingefahren. Jägel in der Box. Schröter kommt rein. Und Till in der Box. Hinten Rossel Buchholz. Damit müssten die Boxenstopp tatsächlich schon so gut wie durch sein. Kann ich wieder rausnehmen. Ja, sag ich ja. Ein bisschen über eine halbe Stunde erwarten wir eigentlich alle. Keiner, der jetzt besonders lange draußen bleibt. Gut, wenn du eh ohnehin die Reifen wechseln musst, dann macht es ja auch Sinn, irgendwie zur Hälfte reinzukommen. Dann kannst du da zwei gleichmäßige Stints fahren. Ah, die ersten drei fehlen noch. Aber das können wir uns, glaube ich, noch gerade merken. Also Krefeld, Kleine Kalmer und Alex Graz fahren noch rein. Dann kommt Boxenstopp bereinigt. Dennis Precur, 17,6 steht bei mir noch als schnellste Runde hier. Aber ist ja gerade die erste richtig gezeitete Runde wieder. Mal gucken, was da an Zeiten rauskommen. Stefan Mons sehen wir dahinter. Pierre Meyer jetzt mit 3,6 Sekunden Abstand. Also die ersten beiden bleiben weiterhin so unter sich. Aber dahinter sehen wir die nächsten beiden Autos. Ewerts Andersen. So, mal sehen. René Brey, der Nissan, der dann jetzt dahinter unterwegs ist, auf der dann ja sechsten Position. Ja, da sind die Abstände relativ groß. Auch Chris Haier jetzt wieder relativ unbehelligt unterwegs. 9 nach vorne, 3 Sekunden nach hinten. Da ist nämlich der Keep. Aber da war ja noch der Krefeld irgendwo dazwischen, der gerade in die Box rein ist. Also mal gucken, wo er dann rauskommt. Patrick Till dürfte gerade auch noch aus der Box rausgekommen sein. Also kein Unfall oder ähnliches. Samuel Farmer hat er abgestellt. Steht schon seit 800 Sekunden angeblich in der Box. Oh, da gab es jetzt aber wirklich einen Unfall. Der Jürgen Hofmann. Was ist denn da passiert? Das sieht auch schon wieder stark nach einem Fahrfehler aus. Ah, hier in der Rechts-Links-Passage. Zu viel Körper mitgenommen, zu früh aufs Gas. Hier gibt es auch viele Möglichkeiten. Hier zu weit rausgekommen, das war noch nicht das Problem. Oh, auch hier ganz, ganz langsam das Heck gekommen. Ah, da war 2 km zu viel auf dem Tacho. Sehr schade. So, Jäkel kam gerade aus der Box hinter Tapiona.
Also 26, 27 auch gerade richtig dicht zusammen. Da haben wir einen schönen Zweikampf. Carsten König, der ja aus der Box gestartet war, auf der, ja, immerhin 30. Position jetzt. Dürfte auch so gut wie Box und Stopp bereinigt sein. Ja, Kleefeld ist ja drin und Kleine Kalmar ist drin. Damit haben wir jetzt alle gleich in der Box gesehen. Ja, also hier vorne hat Pierre Meyer profitiert. Der ist jetzt aufs Podium gefahren, an Ewerts vorbei. Also beim Boxenstopp lief da offenbar was besser, obwohl er eine Sekunde länger stand. Keine Ahnung. Wahrscheinlich In- oder Outlap vielleicht ein bisschen Verkehr gehabt, der eine oder andere. Auf jeden Fall hat er es selber an der Hand, hier aufs Podium zu fahren. Ewerts Andersen direkt dahinter, wie gesagt. Ja, da sind die Abstände. Müssen wir gleich mal gucken, wo Kleefeld, wie gesagt, rauskommt. Keimer ist auch unterwegs. Wo ist Kleefeld? Da ist er. Auf der 7. Position. Ja, der hat den McLaren hinter sich lassen können. Ich glaube, da war vor dem Boxenstopp direkt dahinter. Jetzt ist er da so ein paar Meter davor. Also für ihn hat sich der Boxenstopp hier auch ausgezahlt. Ja, 1,5 Sekunden war auch schneller in der Box. Das hat also gut gereicht. So, Lindner, der setzt gerade den Rudi Geis hier unter Druck. Wir fahren mal mit. Hier schön im Windschatten sozusagen. Gucken mal, den Schwung kann er nicht ganz mitnehmen, wie es aussieht. Ah, es wird keinen Angriff geben hier. Schau mal kurz, ob wir noch Strafen offen haben. Sieht gerade nicht so aus. Also in der Boxengasse scheint soweit alles funktioniert zu haben mit den Pitlimitern. Und hoffe auch, bei den weißen Linien hat sich jeder an die Regeln gehalten. Na, tatsächlich das engste Duell hier gerade. Momentan, oh, komm, sage ich, hinten Graz, aber es könnte, glaube ich, Boxenausfahrt gewesen sein nur, ja. Hansel jetzt aber noch vorbeigeschlüpft hier auf der 22, eine Position gewonnen. Wir schauen uns mal ganz kurz die Position Deltas an, da wir jetzt ja so gut wie alle in der Box gehabt haben müssten. Und ja, ich guck mal kurz hier vorne rauf. Ja, viele, viele haben eine Position gewonnen. Weckel auf der 11 geblieben, Prico auf der 1, sonst hier viele, viele Gewinner, die ganzen Verlierer. Ja, wahrscheinlich aus den ersten Runden, da ein paar Vorfälle hatten wir ja. Farmer 20 Position, Steffen Rosse, der jetzt auch schon länger in der Box steht, 33 Position verloren. Ja, wer hat denn viel gewonnen? Der Alex Graz auf der 23, der dürfte sich nicht beschweren, 19 Position. Ja, es sind die Punkte reingefahren. Die ersten 30, glaube ich, kriegen Punkte. Also relativ viele, aber bei so vielen Autos gehen tatsächlich welche leer aus. So, schauen wir mal 16, 17, 18. Da haben wir mal wieder einen Remo Kipfer, den Schweizer, hier im Bild. So, da vorne. Ah, da ist noch ein, der Ferrari dazwischen. Auf welcher Position ist denn der? Der müsste ja eher weiter hinten sein. War das der, nee, wer war denn das jetzt? Ah, der Alex Meyer war das. Ja, der hat ja auch leider viel, viel verloren. Gleich in der ersten Runde da das Auto irgendwie verloren oder so, haben wir nicht ganz gesehen. Von der zweiten Position hier auf, ja, die 36. Achso, der hat auch gar keine richtigen Positionen da um ihn rum. Überrundung. Aber Patrick Schröter jetzt hier auch irgendwie einen kleinen Fahrfehler gehabt. Oh, die Variante hat man zumindest nicht. Bisschen gestruggelt da mit dem Honda und dann dreht sich die Karre hier leider. Mal sehen, kriegt er die Karre rechtzeitig gedreht. Ja, erstmal 10 Sekunden hinter Carsten König und Helder Guerra ist hier auf der 32 mit 6 Sekunden Rückstand. Also erstmal ein bisschen Luft hier. So, Anwand gegen Kipfer. Kipfer hier spät wieder auf die Außenlinie gegangen. Damit war die Tür hier so ein bisschen offen. Danny Anwand hat da mal reingeschnuppert. Wenn der Ferrari sich hier jetzt zurückrundet, da sehen wir das gegen den Marius. Kleine Kalmar müsste das sein, jawohl. Der jetzt wiederum angegriffen wird vom BMW-Kollegen hier. Aber gerade mal kein Platz auf der Innenseite. Also der Remo hätte sich gerne daneben gesetzt. Ja, Ferrari sich zurückgerundet. Der wird jetzt hier, denke ich, eher wegfahren. Denn der war ja, wie gesagt, in der ersten Startreihe unterwegs. Pace-technisch also deutlich weiter vorne angesiedelt als da, wo er jetzt sich befindet. Aber gut, er fährt zu Ende, guckt, ob er vielleicht nochmal in die Top 30 fahren kann für ein paar Pünktchen. Sehr, sehr schön. Während Dennis Brico mit der schnellsten Runde wieder unterwegs war, 17,56. Steffen Monster hinter 17,57, also eine Hundertstel nur langsamer. Die geben sich nicht viel. Abstand, seht ihr den? Ne, seht ihr nicht. 2,3 Sekunden. Pierre Meyer dahinter 4, dahinter jeweils 2 Sekunden.
Also doch gerade nicht super spannend, so wie es erst aussah. Das dividiert sich da gerade etwas auseinander. Naja, schauen wir mal, was die Reifen gegen Ende sagen. Und ja, ob alle natürlich heil durchfahren werden. Das Feld insgesamt tatsächlich sehr, sehr gut verteilt. Auf der Karte sehen wir es. Da gibt es nur wenige 100 Meter, wo mal kein Auto ist. Sind ja auch noch alle zumindest mal auf dem Server. Ich glaube, zwei Autos stehen in der Box rum. Alkeboost auf der 40 müsste der letzte sein, der aktiv auf der Strecke unterwegs ist. Also viel, viel Verkehr hier. Wird auf jeden Fall nicht langweilig. Konzentration bleibt hoch. Ja, wir schauen mal, was hier beim Dreier gespannt so passiert. Wie gesagt, vorne sehe ich jetzt nicht, dass da was passieren dürfte. Also hier ist es relativ spannend. Cruise und Haas haben wir hier ja auch noch. Der Lambo jagt hier den McLaren. Und der McLaren jagt den Klaus Jäkel im Porsche. 5 Positionen ging es nach vorne. Ja, bleiben aber mal hier, würde ich sagen. Irgendwie riecht es hier doch am ehesten nochmal nach dem Überholmanöver. Wobei 24, 25 vielleicht auch nochmal was passiert. Da wird der Bentley von Hausinger gejagt. Von Fial Dark. So, mal sehen, hier aus dem Windschatten raus vielleicht. Aber auch der Vordermann kriegt so ein bisschen Windschatten. Aber Kipfer mal wieder auf der Innenseite. Anwand geht jetzt auf die Außen. Also umgekehrte Situation wie letzte Runde. Muss selber aber aufpassen. Vor sich hat er noch ein Audi. Wobei, da ist ein bisschen Platz. Musste jetzt nicht unbedingt früher bremsen. Aber muss natürlich auch gucken, was macht der Vordermann. Wenn der sich mal vertut und man nicht darauf achtet, dann ja, ist man da auch im Schlamassel verwickelt. So, das ist eine Überrundung hier. Ich weiß gar nicht, wer das war. Müsste Eike Buß gewesen sein. Ja, auf der 40. Wie gesagt, der letzte aktive Fahrer. Na, gehen wir doch mal hier zu Dark kurz. Der ist nämlich gerade im Windschatten auf der Camel Straight. Jagt hier, wie gesagt, den Bentley und das könnte den Angriff geben. Hier Innenseite, deutlich vor der Bremszone. Die fängt ja hier am Curb ungefähr an. Ja, kann er sich vorbeibremsen tatsächlich. Hier nicht ganz die Linie getroffen, aber passt noch, würde ich sagen. Und damit auf die 24. Ja, leider aber immer noch 6 Positionen verloren. Mal gucken, beim Bentley lief es besser. Eben waren es noch 10, jetzt ist immerhin noch 9 Positionen. Und Cruise hat sich gerade den Jäkel geschnappt. Also ist hier am Porsche vorbei. Ja, auf der Camel Straight wahrscheinlich die beste Möglichkeit, hier gegen einen Porsche zu überholen oder einen Porsche zu überholen. So, musste Meyer sich gerade gegen Hofmann wehren hier. Oh, jetzt verliert er hier das Heck und der Audi dahinter gerade noch so vorbei. Also Jürgen Hofmann jetzt hier. War das der gleiche, der schon mal einen Fehler hatte? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall hier in die Wand rein. Ja, und das sieht nach einem extra Boxenstopp aus, würde ich mal sagen. Auch wenn es nur zum Reparieren ist. Sieht aber nicht mehr wirklich heil aus, sehen wir hier in der Cockpit-Perspektive. Lenkung also dahin. Ja, sehr, sehr schade. Platz 37. Das könnte jetzt noch einen Tick nach hinten gehen. Die Abstände da hinten doch relativ groß. Aber ja, Spaß macht das natürlich trotzdem nicht. Aber nur noch eine Viertelstunde, die er überstehen muss. Dann kann er das Rennen abhaken. Also jetzt einmal kurz in die Box reinfahren. Während wir Anwand und Kipfer jetzt hier noch im Zweikampf sehen. Anwand jetzt auch an Kipfer vorbeigekommen. Jawohl, hier in der ersten Kurve überholt er den BMW-Kollegen. Ja, vorne, wie gesagt, wird es tatsächlich langweiliger eher. Also Preko auf der 1 mit 3 Sekunden, auf der 2 war Stefan Mons mit nochmal 5 Sekunden vor Pierre Meyer. Der hat nochmal 2 Sekunden vor Andersen, vor Ewerts. Und Andersen dahinter nochmal 2 bis 2,5 Sekunden. Ja, dahinter haben wir nochmal 12, 10, ja, 7, 8, 9, auch noch ein paar Sekunden auseinander. Aber einen direkten Zweikampf sehen wir tatsächlich hier. Und wir sehen Kipfer und Anwand hier mit einer kleinen Berührung. Also wir gehen richtig auf Tuchfühlung. Und jetzt holt sich Kipfer die Position zurück. Außenrum durch Malmedy ist das. Ja, aber die Nase des grünen BMWs immer noch auf der Innenseite daneben. Das heißt, er kann hier nichts zuziehen. Side by side, Tür an Tür, geht's hier durch. Und wie es aussieht, holt sich Kipfer seine Position zurück. Dennis Pekow 17457 seht ihr oben mit der neuen schnellsten Runde. Ja, die beiden haben jetzt hier in den letzten Runden ein, zwei Mal die Position getauscht. Sehr, sehr interessant. Das Auto dahinter, wie gesagt, keine Position. Also die fahren tatsächlich nur unter sich hier auf der 17 und 18. Vorne ist doch relativ ruhig. 14, 15 gucken wir nochmal rein. Geist wird immer noch von Lindner gejagt. Das haben wir noch. Till Langhorst müssen wir mal schauen. Patrick Till. Ja, doch deutlich langsamer als Langhorst unterwegs. Denke mal, dass der Honda hier den BMW demnächst angreifen könnte. Ja, sonst ist es hier recht interessant. Cruise haben wir gerade gesehen, den McLaren wieder hier am Porsche vorbei ist. Und Michael Haaf, der Lambo, der bringt sich hier langsam schon mal in Stellung.
Der will ihm nämlich das Gleiche tun und hier am Porsche vorbeiziehen. Aber noch ist er ein Tick zu weit weg. So, Jürgen Hofmann schon wieder mit einer gelben Flagge irgendwo. Oder kommt er gerade aus der Box? Nehme ich mal an, der musste ja auf jeden Fall reparieren. Und was geht denn hier ab? Ein, zwei Autos ein bisschen weit. Ah, das war der Jürgen Hofmann, das war also nicht aus der Box raus. Ne, immer noch mit dem Damage unterwegs scheinbar. Musste gerade mal niesen. So, Falk Moritz, was haben wir hier? Achso, der hat ein paar Leute durchgelassen. Da ist nämlich der Jürgen Hofmann direkt vor ihm. Ja, den wird er jetzt schnappen, der schleppt sich hier gerade nur noch in die Box rein. Da geht der Bentley nämlich jetzt auch gerade vorbei. Also Moritz jetzt auf der 37. Vier Positionen insgesamt, ging es aber nach hinten. Ja, es geht hier auch ein bisschen in den Überrundungsverkehr. Was haben wir da gerade gesehen? Ich glaube, das war nur ein Vorbeilassen da vom Honda. Ja, es geht auch ein bisschen in den Überrundungsverkehr. Und wenn du hier in so einem dicken oder engen Zweikampf steckst, kann das mal ein Vorteil sein oder auch ein Nachteil. Lindner auf jeden Fall immer noch einen Geist dran. Langhorst hatte ich schon erwähnt. Der ist schneller als der Till. Da gehen wir kurz hin. Da sehen wir jetzt nämlich den Honda direkt im Getriebe vom BMW. Das setzen wir uns mal drauf. So, Fiat Dark jetzt in die Box auf der 29. Was haben wir noch? 12 Minuten nur noch. So schnell geht die Stunde vorbei. Ja, Wetter hat sich gar nichts geändert. Immer noch 15 Grad. Außer, dass wir hier gleich Mitternacht haben. Schönes Nachtrennen haben wir gesehen. Regen haben wir jetzt nicht gesehen, aber macht nichts. Dafür sehen wir hier viele, viele Zweikämpfe. Und der eine oder andere Zweikampf wird hier sicherlich noch bis zum Ende ausgetragen werden. Ja, vorne war es dann doch relativ langweilig. Erster Stint war halbwegs spannend, aber da wäre die Abstände tatsächlich weiterhin größer. Da dürften wir momentan nichts erwarten. Hier haben wir den Zweikampf. Gucken wir mal kurz. Cruz hier an Tabiona dran. Also Cruz hat sich von Jäcke so ein bisschen absetzen können. Dahinter Hafia, der eben auch ein bisschen off-track war. Guerra auch kurz off-track anscheinend. Also Haf, der hier genau an der Stelle, nächste Kurve, bisschen abseits war, hat sich hier noch nicht an den Porsche ranarbeiten können. Daniel Play hatten wir schon ewig nicht mehr im Bild hier. Phil Dark hat er überholt. Der kam aber gerade aus der Box hier, der M6. Das war eine DT. Ja, war eine DT, also kein regulärer Boxenstopp. Und Peter Lindner mit einer gelben Flagge hier in der Schikane. Haben wir nicht ganz gesehen. Ich behaupte aber, dass er da sich selber weggedreht hat. Kontaktanzeige haben wir jetzt nicht. Und sah man nicht danach aus, als wenn ihn da einer angeschubst hätte. Also damit jetzt hier auf der 18. Position unterwegs. So, was macht der Alexander? Intruder Racing Team BMW hat er vor sich hier mit der 712. 0,3 Sekunden. Ja, Rennen lief so mittelmäßig, zumindest was die Positionsgewinne angeht. Da haben wir gehört, gemerkt, er musste lupfen. Sonst wäre er dazu nicht dran gewesen. Das kann sehr, sehr unangenehm werden. Aber damit natürlich die Möglichkeit, hier auf der Chemist Field anzugreifen, auch nicht gegeben. Aber vielleicht macht das der Cruz ja besser. Da sind es jetzt noch ein paar Meter zu der Kurve. Ekelhaft dahinter. Also hier im Mittelfeld auf den letzten Punkteplatzierung könnte sich noch einiges tun. Guck mal, für 16-17 die beiden BMWs inzwischen auch schon wieder 1,3 Sekunden. Kipfer, doch vor Anwand jetzt geblieben am Ende. Stand jetzt. Die hatten ja schon zweimal getauscht. So, der McLaren hat jetzt ein bisschen Luft nach vorne zum Aston Martin. Vielleicht kriegt er ja den kompletten Schwung hier hoch. Ja, er kommt näher und näher. Jetzt muss er aufpassen. Vielleicht hat er sich einen Cut geholt. Aber wenn es noch keine Strafe ist, dann nimmt man den Cut gerne mit, wenn man die Möglichkeit hat, jetzt hier vorbeizuziehen. Also wir sehen hier Carsten König auf der... Tabiona hier auf der Innenseite so rum. Und Cruz auf der Außenseite. Und außenrum funktioniert es tatsächlich. Der McLaren kommt auch hier vorbei. Er hatte sich ja den Porsche geschnappt. Und jetzt sieht es doch ganz gut aus, dass er sich hier den Aston Martin geschnappt hat. Damit sich die vierte... Positionsverbesserung insgesamt im Rennen holt. So, das haben wir bei Tino Gunkel. Der steht hier rum mit seinem Honda. Scheint hier sich auch weggedreht zu haben. Haben wir schon ein, zwei Autos heute gesehen an der Stelle. So, wollte ich hin zu Langhorst, genau. Da geht es an der 85 vorbei.
Das ist der Tomasch-Gefährt auf der 35, der sich hier gerade überrunden lässt. Ja, Patrick Till hält sich hier ganz gut, also Langhorst ist gut rangekommen. Aber noch nicht vorbei, obwohl er, dass die Zeiten zumindest so sagen, deutlich schneller sein könnte. So, links sehen wir, glaube ich, Peter Lindner oder Carsten König reinfahren. Das riecht aber irgendwie auch eher nach Strafen. Ich schaue mal kurz nach. Jekyll auf der 27, der Porsche, hat eine Strafe bekommen. Und Steffen Rosse auf der 41. Achso, der steht ja ohnehin schon in der Box. Also ein paar DTs hatten wir tatsächlich. Wahrscheinlich auch durch Cuts, womöglich. Aber hält sich wirklich in Grenzen für die 40 Fahrer, die wir hier unterwegs haben. Aber noch sind es ein paar Minuten. Wer weiß, wer mit wie vielen Cuts gerade rumfährt. So Anwand und Kipfer, die geben sich auf jeden Fall hier im zweiten Stint. Sind gerade dabei, hier den dritten Positionstausch zu vollziehen. Da hat aber der Kipfer was gegen. Anwand jetzt noch nicht vorbeigekommen. Jetzt ist Langhorst aber an Till vorbeigekommen. Gehen wir mal 10 Sekunden zurück. Schauen wir hier. Ja, Klassiker. Außenrum. Da gab es auch keine Riesengegenwehr jetzt von Till. Ja, es geht für Langhorst noch. 4 Sekunden zur nächsten Position. Der Jerome Eckert ist da im Audi unterwegs. Ja, der hat aber auch keinen Zweikampf wirklich. Sollte da halbwegs seine Pace fahren können, sollte nicht so viel Zeit verlieren. Könnte also schwierig werden für Langhorst da nochmal ranzukommen. Mal schauen. 4 Sekunden, wie gesagt, sind es noch. Aber davor gibt es einen Zweikampf. Weiterhin zwischen den beiden BMWs. Während vorne... Ja, Prego und Bons 1 und 2 haben 2 Sekunden Abstand. Sind da relativ konstant und gleich unterwegs. Da tut sich bei den Abständen nicht viel. Dahinter werden die Abstände weiterhin größer. 7, 4 und 5 Sekunden zwischen den nächsten Positionen. Ohne Fehler wird da nicht mehr viel passieren. Die letzten, ja, was haben wir jetzt noch? Gleich 4 Runden, sowas um den Dreh rum. Ah, Blanchimont kann er sich schön ransaugen. Hier sehen wir es. Ah, vielleicht muss er sogar lupfen. Mal gucken, ob er jetzt hier trotzdem angreifen kann. Verliert jetzt wieder ein paar Meter. Ah, reicht nicht. Reicht nicht. Ja, das ist auch so eine Stelle wie Urush Radeon. Zu dicht dran sein ist nicht gut. Da bremst du dich selber aus. So, da wird gerade der Ferrari, glaube ich, überrundet. So, das, genau, Klaus Jekyll kommt gerade von seiner DT zurück. Daniel Pay und Fia Dark hier 1, und ein bisschen Sekunden auseinander. Ah, bin mal gespannt, wie das Duell zwischen den beiden BMWs ausgeht. Also das ist... doch sehr, sehr lang und interessant. Ich weiß auch nicht, wer das schneller könnte. Also schnellsten Runden technisch ist Kipfer 7/10 langsamer gewesen. Zumindest was ich hier stehen habe. Heißt aber nicht, dass er nicht schon mal schneller war. Also theoretisch könnte Anwand vielleicht schneller. Aber so ein paar Zehntel schneller reichen dann oft nicht, um vorbeizugehen, wenn der Vordermann keinen Fehler macht. Ja, das Duell wird uns hoffentlich noch die nächsten 5 Minuten begleiten. Bei vorne passiert nichts. Detlef Kep, den haben wir hier auf der 9. Könnte nochmal Besuch bekommen von Daniel Arning, denn, na, obwohl, der ist auch nicht so viel schneller. Aber 0,4 Sekunden dran im Windschatten. Also, das könnte sein, dass er jetzt hier sich ransaugt. Hat ein bisschen Platz vor sich. Sollte also hier mit volle Pulle durchfahren können durch Blanchimont. Aber da reicht die Endgeschwindigkeit doch nicht, um da irgendwie daneben zu gehen. Ja, Hofmann Moldenhauer haben wir dann auf der 12-13. Uli Geis hält sich immer noch hier vor Kleine Kalmar. Nee, Quatsch. Hofmann vorbeigegangen? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Aber Uli Geis auf jeden Fall noch nicht in trockenen Tüchern hier die 14. Position. Und bei den beiden sowieso nicht. Ja, sonst haben wir noch Jan Hansel auf der 22 mit einer Sekunde Rückstand. Alles andere aktuell nicht super interessant hier. Oh nein, Patrick, stehst ja in der Box. Gar nicht gesehen. So, jetzt gibt es hier wieder den Positionswechsel. Ah, Anwand Kipfer. Ja, jetzt ist der grüne BMW wieder vor dem blauen. Also es ist mindestens mal der dritte Positionswechsel zwischen den beiden.
Also die beiden dürften sehr, sehr viel Spaß haben, hoffe ich jedenfalls. Sind hier mittendrin in den Punkten. Ist nur die Frage, wer jetzt nochmal einen Punkt mehr mitnimmt. Ob Anwand oder Kipfer. So, 4 Minuten haben wir noch. Wo ist denn der Führende? Der ist hier im letzten Abschnitt. Das heißt, wir gehen gleich in die vorletzte Runde rein. Ja, dann ist die Zeit nämlich abgelaufen. Und Dennis Pekor könnte sich den 6. Sieg im 7. Rennen holen. Und ja, da muss man vielleicht mal gucken, was rechnerisch da jetzt auf jeden Fall sicher ist. Irgendwas auf dem Podium würde ich mal verschätzen. Müsste man mal ein bisschen nachrechnen. Aber ich gehe mal davon aus, dass er die letzten beiden Rennen auch fahren wird. Und wenn er da fährt, selbst wenn es nicht so gut läuft, wird er da irgendwie in den Punkten landen, nehme ich mal an. Während bei Half gerade gelbe Flagge geschwenkt wird. Wo geht mein Wecker jetzt an? Was denn hier passiert? Ne, Alex Meyer ist das. Oder hat er nur ein paar Leute vorbeigelassen? Ja, okay, er hat nur ein paar Leute vorbeigelassen. So, Live-Bild kommt gleich wieder. Da sind wir wieder im Live-Bild. Ja, wo gehen wir hin? So ein paar Sachen könnten sich noch andeuten. Ihr seht es hier, ein paar orangene Zahlen haben wir noch im Tower. Also ein größerer Quersteher und dann wird es da gleich wieder ernst. Ganz vorne leider nicht. Das wird normalerweise jetzt so zu Ende gefahren werden. Haben da vorne auch keine wirklich eklatanten Fehler gemacht. Viele Zweikämpfe haben wir nicht gesehen. Erstens sind wir halt noch halbwegs spannend. Nach dem Boxenstopp hat sich zügig auseinandergezogen. Ja, schauen wir mal beim Moldenhauer Hofmann jetzt hier rein. Der Daniel Hofmann nämlich ist hier im Audi dahinter, sehen wir ihn. Guck mal, seine schnellste Runde 19.8, Moldenhauer 20.6 habe ich hier stehen. Also auch hier wieder, laut der Daten jedenfalls, müsste es hier demnächst in den Zweikampf reingehen. Aber noch kann sich Moldenhauer hier auf der 12 halten. So, Jürgen Hofmann, der dürfte inzwischen wieder in der Box gewesen sein. Der hat ja auch leider einen kleinen Abflug. Alex Meyer macht hier Platz. Ja, der kann einem leid tun. Der hätte vorne auch noch einen locker mitmischen können. Leider gleich da in der ersten Runde, glaube ich, war das den kleinen Fehler gehabt, durchgereicht worden. Und seitdem, ja, war das dann auch schon gelaufen sozusagen. Sehr, sehr schade. Sonst wäre es vielleicht vorne nochmal ein Ticken spannender geworden. Aber spannender wird es jetzt hier. Hofmann, ich sag ja, der sollte eigentlich ein bisschen schneller sein als der René Hofmann, Moldenhauer. So, auch für die beiden geht es gleich in die letzte Runde rein. Also eine Runde und ja, der Rest von dieser halt. Der erste ist nämlich gerade in der Schikane. Eine Minute haben wir noch auf der Uhr. Damit läutet Dennis Pekor die letzte Runde ein für das 7. Rennen. Das 7. von 9 bei Ovism Racing. Und wie gesagt, im Januar geht es dann mit der Endurance-Serie weiter. Oder los, vielmehr muss man sagen. Bathurst, das erste Rennen. Immer 6-Stunden-Rennen, glaube ich. Wenn ich es sich verguckt habe, könnt ihr euch gerne natürlich auch für anmelden. Wenn ihr da Lust habt mitzufahren. Am 14. Januar müsste das erste Rennen sein. Ja, gucken wir mal, wann die nächste Saison-Sprint-Serie losgeht. Ich meine, noch haben wir 2 Rennen. Also in 4 Wochen ist dann erst Finale. Ich kann ja mal kurz gucken, was haben wir noch auf dem Plan. Nächste Woche, übernächste Woche, in 2 Wochen haben wir Kyalami. Und zum Abschluss nochmal Imola. Da können wir auch mal gespannt sein, was da noch so passieren wird. Wahrscheinlich werden wir den Dennis Pekor dann beglückwünschen können zur Meisterschaft. Hat jetzt, ja, wenig direkte Konkurrenz, muss man sagen. So, 9.10, bald mit dem Auge hier, 12.13 sind wir drauf. Rudi Geister hinter, auch nicht mehr so weit weg, 2 Sekunden. Kleine Kalmer 15. 1,5 Sekunden. Ah, also hier ein bisschen hinter den Top 10. Naja, halbe Minute hinter den Top 10 ist es nochmal halbwegs interessant vielleicht für die letzte Runde. 2021, weiß ich nicht, was sich da noch tut. Cruz, Tabiona, 24.25 hätten wir noch. Und König ist hier gerade an Moritz Falk. Moritz Falk, genau, Falk Moritz vorbeigegangen. Ja, hier sehen wir es nochmal. Der Bentley da ein bisschen abseits der Strecke unterwegs. Ja, aber gibt eh keine Punkte auf den Positionen. Also das ändert jetzt nicht eklatant viel. Im Gegensatz zu hier. Arning jetzt an Keep direkt dran. Ähnliche Stelle. Er versucht es hier auf der
ja, linken Seite, Innenseite, jetzt wieder Außenseite, da hat es noch nicht so ganz gereicht. Er versucht außen gegenzuhalten. Der Honda, ja, der hat das gesehen, hält sich relativ weit in, also lässt dann den Platz außen. Kann er auch machen, denn hier gibt es wieder eine Rechtskurve, hier gibt es ja fast Lackaustausch, würde ich sagen. Aber Keb muss hier echt sich verteidigen auf die letzten Meter nochmal. Apropos letzte Meter, der Führende geht gleich über die Ziellinie. Aber noch können wir im Moment hier bleiben. Pierre Meyer nochmal mit der gelben Flagge. Und da müssen wir natürlich mal kurz zurückschauen. Oder war das ein Anzeigefehler? Oh, oder muss er Sprit sparen? Weiß ich nicht. Gerade sehr langsam unterwegs. Dennis Preko auf jeden Fall gewinnt das Ding hier. Sechster Sieg im siebten Rennen. Wie gesagt, Stefan Mons dahinter, der ja den anderen Sieg hat, quasi noch übrig ist. Der ist auf der 2 und auf der 3 haben wir Jeff Ewerts, der sich hier ja noch an Pierre Meyer vorbeischummeln konnte. Weiß nicht, ob Pierre Meyer noch vorbeigelassen hat. Keine Ahnung. Wird uns sicherlich erzählen. Wir gucken aber kurz durch die zwei Kämpfe durch. Detlef Kep haben wir hier auf der 9. Ja, muss sich ja noch weiter an oder mit Arning da abgeben. Also Track Focus. Ja, wir sind aber gleich schon am Ende. Kann ich leider nicht bespaßen für die Nachtschicht. So, wenn er jetzt keine Verbremse hat, dann hat er sich von der 10 auf die 9 vorarbeiten können. Das sei ja auf der 8. Position. Ja, hier schnuppert er nochmal dran, aber ich glaube, ändert sich nichts. Die Linie kommt relativ früh. Aber nochmal eine ganz, ganz enge Sache hier an der Stelle. Also Daniel Arning dann auf der 10. Matthias Weggel, ja, auf seiner 11. Position geblieben. Dann haben wir René Moldenhauer, der hier, ja, die drei Autos nochmal mitbringt. Hofmann, Geis und kleine Kalmar. Ich denke, das wird auch so bleiben, wie es ist hier. Oh, doch mal ein kleiner Verbremser. Kann Hofmann das hier außenrum nochmal ausnutzen? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber hat er nochmal richtig spannend gemacht, der René. Auch dahinter nochmal wenige Meter, nur Abstand. Also hier 12, 13, 14, 15. Schön dicht hintereinander ins Ziel. Dann haben wir noch den Zweikampf Till Graz. Die kommen auch hier jetzt auf die letzten Meter Richtung Ziel. Mal sehen, Till. Ja, bleibt beim Anbremsen ein bisschen weiterhin zumindest. Fährt nicht von ganz außen an. Aber damit, ja, geht er hier als 20. ins Ziel und Graz auf der 21. dahinter. Da haben wir ihn, Jan Hansel, auf der 22. Position. 3,6 Sekunden auf Position 22. Und Rennwelten Online. Moin, moin, danke für euren Raid. Wir sind aber auch gerade fertig. Quasi gleichzeitig. Aber vielen, vielen Dank. Hoffe, ihr hattet ein schönes Rennen. Wir auf jeden Fall. Eine Stunde Spa haben wir gerade hinter uns. Guck mal, wer kommt noch ins Ziel. Jürgen Hofmann kommt gerade rein. Patrick Schröter steht schon in der Box. Steffen Rosse steht in der Box. Farmer steht in der Box. Und damit müssten wir alle soweit durch haben, wenn ich das richtig sehe. Ja, dann gehen wir auf den Führenden. Die fahren nämlich noch alle hier vorbildlich eine In-Lap, damit wir ein bisschen was im Stream noch zu sehen haben. So, ja, jetzt muss ich selber gucken, wo ich hinraide gleich, Leute. So, gehen wir mal kurz hier zurück zur Garage fahren und nochmal kurz ins Studio. So, da bin ich. Ja, Leute, also herzlich willkommen, aber wir gehen gleich weiter. War heute auch nur ein einstündiges Rennen. Ja, war ein schönes Rennen, wieder 40 Autos dabei gehabt. Eigentlich wie immer bei Hove, immer sehr, sehr gut besucht. Erste Runde lief gut. Ein, zwei Ausritte. Leider der Ferrari, der Alex Meyer war das, glaube ich. Ja, Auto verloren, auf der 2. Position liegend, zurückgefallen. Hätte vorne vielleicht noch mal ein bisschen was ausrichten können. Ja, sonst haben wir da schöne Zweikämpfe gesehen. Wenig Unfälle. Und ja, die üblichen Verdächtigen vorne. Dennis Preko, wie gesagt, mit dem 6. Sieg im 7. Rennen. Teamkollege direkt dahinter war nicht... Ja, super spannend, vor allem nach dem Boxenstopp hat es sich ganz gut auseinandergezogen. Also schauen wir mal, dann in zwei Wochen, wie gesagt, sind wir auf Kialami unterwegs. Moin Patrick, moin Matthias, moin Michaeln und Mortel am Start, der Krani und Barnes und Marco und ja, herzlich willkommen noch. Ja, wo raiden wir hin? Das ist jetzt die große, große Frage. Doch ein Raid. Super. wen überraschen wir? So, Ed, danke auch für dein Raid. Ich gucke gerade schon, wo wir weiterhin raiden könnten. Aber schön, dass ihr da seid. Kann nochmal Werbung machen. Hove Sim Racing ab Januar nochmal. Endurance-Liga geht da auch los. Könnt ihr auch gerne für euch für anmelden. Ja, Ausrufezeichen Hove. Ansonsten
Ja, morgen ist bei LFM wieder R-Faktor angesagt. Habe ich zumindest mal geplant. Einmal BTCCs und dann GTEs und LMPs auf dem Sebring. Also dann 17 Uhr geht's schon los. Wenn ihr dann Lust habt, schaltet morgen gerne ein. Ansonsten, ja, bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Danke nochmal für die Raids. Auch nochmal ganz viele Zuschauer, auch wenn ihr jetzt nichts mehr zu sehen bekommt. Aber wie gesagt, dann morgen Abend 17 Uhr, wenn ihr mögt. Wir gehen mal zum Sim-Dude. Der fährt gerade auf Kota rum. Ja, Rennen hat gerade erst angefangen vor ein paar Minuten. Unterstützt ihn mal fleißig. Position 15 von 26 hier. Und gerade an den nächsten dran, wie ich sehe. Also Leute, dann wünsche ich euch einen schönen Abend und dann bis morgen, wenn ihr mögt. Ciao, ciao.